3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder mit einer ausführlichen inhaltlichen Folge. Wir diskutieren heute die Frage, was ist die Volksrepublik China? Sozialistisch, kapitalistisch, was ganz anderes. Und zwar ist es so, dass wir zu diesem kontroversen Thema sogar ein kleines Streitgespräch wagen wollen. Und wenn ich gleich die Gäste begrüße, mache ich das diesmal wirklich sehr, sehr herzlich, denn es war unglaublich schwierig für diese Folge, so schwierig wie noch nie, sachkundige Positionen oder Personen zu finden, die auch sich darauf einlassen, dieses Gespräch zu führen. Insofern bedanke ich mich ganz besonders bei den Gästen, die heute gekommen sind. Ich begrüße als erstes Richard Korrell. Hallo, willkommen. Grüßt euch, Genossen. Zu Richard vielleicht kurz. Richard studierte Volkswirtschaft, Geschichte, Philosophie in Regensburg und auch in Cambridge. Er war zuletzt Professor für Wirtschaftsinformatik an einer privaten Hochschule. Er ist unter anderem Mitglied des Rats der World Association for Political Economy und der Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung, KAZ, und auch der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP. Ja, und seine Artikel zum Beispiel zum Thema China und anderen Themen erscheinen unter anderem in Publikationen wie der Jungen Welt, der unseren Zeit, also der UZ, und der schon genannten Kommunistischen Arbeiterzeitung KAZ. Herzlich willkommen. Genau. Und dann sozusagen als Konterpart oder umgekehrt begrüße ich auch Thanasis Spanidis. Hallo, Thanasis. Hallo, Genossen. Ja, Thanasis, einigen vielleicht auch bekannt, er ist Mitglied der Kommunistischen Organisation KO. Und dem einen oder anderen sicher durch seine theoretischen marxistischen Texte bekannt. Derzeit arbeitet er unter anderem an einer längeren Analyse zum Kapitalismus in China und an der Formulierung wird wohl schon auch ungefähr deutlich, was so seine Position ist. Genau, auch dir ein herzliches Willkommen. Und natürlich begrüße ich auch Paddy. Moin, Paddy. Hallo, ich habe jetzt keine spannende Biografie, mit der ich glänzen kann, aber auch von mir hallo und auch mal danke an der Stelle, dass ihr da seid. Das kann ja noch werden. Gut, dann... Spannende Biografie war es ja jetzt auch noch nicht. Nee. Gut, wollen wir mal sehen. Aber vielleicht wird es eine spannende Diskussion und ich würde auch mal inhaltlich einsteigen, vielleicht zur Einordnung für unsere Zuhörerinnen. Am 1. Oktober 1949 fand ein historisches Ereignis statt. Wir würden sagen, das kann durchaus in seiner Bedeutung in einer Stufe mit der Oktoberrevolution von 1917 genannt werden. Die Volksrepublik China wurde nämlich in diesem Jahr ausgerufen. Nach vielen Jahrzehnten des inneren Zerfalls, der kolonialen Ausbeutung durch westliche Imperialisten und ausländischer Besatzung setzten sich die chinesischen Kommunisten unter Mao Zedong gegen die Nationalisten im Bürgerkrieg durch. Sie errichteten einen unabhängigen, geeinten und sozialistischen Staat im bevölkerungsreichsten Land auf der Welt. Ja, und das ging einher mit einer massiven sozialen Verbesserung für die große Mehrheit der Bevölkerung. Zum Beispiel ist die Säuglingssterblichkeit halbiert in dieser Zeit oder in den Jahren danach, in den Aufbaujahren. Die Lebenserwartung stieg bis 1978 auf 64 Jahre. Der Aufbau eines flächendeckenden Gesundheits- und Bildungssystems wurde anvisiert. Landverteilung an die Bauern und Bäuerinnen durch Enteignung der Großgrundbesitzer, Emanzipation der Frau und viele weitere soziale Errungenschaften waren die Folge. Es folgten jedoch auch sehr viele schwierige Phasen in der Geschichte Chinas. Wir können das jetzt natürlich nur ganz stichpunktartig skizzieren, weil heute geht es ein bisschen um die Gegenwart Chinas. Aber zu benennen wäre da sicher das Zerwürfnis mit der Sowjetunion, die heftigen Machtkämpfe innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas mit der Kulturrevolution als Höhepunkt und auch folgenreiche ökonomische Misserfolge, zum Beispiel die Kampagne des großen Sprungs nach vorn. Und dann die anschließenden Marktreformen unter Deng Xiaoping Ende der 70er, durch die es zu neuen Widersprüchen und Umbrüchen kam. Ja, aber wie gesagt, in der heutigen Folge soll es um die Einschätzung der gegenwärtigen Situation Chinas gehen. Seit der Einführung der schon erwähnten marktwirtschaftlichen Reformen, die mittlerweile jetzt auch schon wieder über 40 Jahre her sind, ist China wirklich heute zu einem einflussreichen Global Player geworden. Also eine Wirtschafts-, Militär- und Technologiemacht, an der eigentlich wirklich keiner mehr vorbeikommt.
Und dennoch, innerhalb der kommunistischen Weltbewegung wird heftig um die Frage gerungen, was ist sie eigentlich, die Volksrepublik China? Also zum einen gibt es viele Kommunisten, die argumentieren, dass China weiterhin seinen sozialistischen Charakter aufrechterhält. Sie betonen da vor allem, dass die Grundlagen des Sozialismus in China noch immer vorhanden sind. Und ein zentrales Argument ist dabei zum Beispiel die Dominanz der Kommunistischen Partei Chinas, die das politische System des Landes weiterhin kontrollieren würde. Ihre Politik ziele darauf ab, die Wohlfahrt des Volkes zu fördern und soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Die staatliche Rahmenplanung und die Lenkung der Wirtschaft sind weitere Faktoren, die für den sozialistischen Charakter Chinas sprechen würden. Auch die Bekämpfung von Armut und Förderung von Bildung und Gesundheitsversorgung werden als Beweise für die sozialistische Orientierung Chinas herangeführt. Die Bourgeoisie, also die Kapitalistenklasse, habe keine politische Macht und sei vollständig unter der Kontrolle der KP. Andere Kommunisten wiederum sind völlig überzeugt davon, dass China trotz der KP-Führung heute ein kapitalistischer Staat ist. Sie betonen, dass die Wirtschaft, dass das Wirtschaftssystem Chinas eindeutig marktwirtschaftlich sei, was ja auch nicht bestritten wird. Aber die Öffnung für ausländische Investitionen und der Aufstieg des privaten Sektors sei ein Beweis für die Abkehr vom sozialistischen Modell. Die wachsende Ungleichheit und die Entstehung einer wohlhabenden Oberschicht stünden im Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien des Sozialismus. Das Streben nach wirtschaftlichem Wachstum und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene diene nur eben der eigenen neuen Kapitalistenklasse und die Bourgeoisie kontrolliere die KP und nicht umgekehrt, so oder so ähnlich. Da gibt es sicher auch noch einige Zwischenpositionen. Ich würde aber als Einstieg mit einer Frage an euch beide mal anfangen. Wenn wir an die Eigentumsfrage denken, also die Eigentumsfrage sozusagen als Grundfrage der kommunistischen Bewegung, ist es ja eigentlich eine marxistische Binsenweisheit, dass wer die Produktionsmittel besitzt und kontrolliert, auch im erheblichen Maße das politische Geschehen beeinflusst in einem Land. Nun ist es so, dass die Eigentumsstruktur in der Volksrepublik geprägt ist von so einer Kombination aus staatlichem, kollektivem und auch privatem Eigentum. Nach wie vor ist es so, dass der Staat einen beträchtlichen Einfluss in der Schlüsselindustrie ausübt, aber es ist nicht zu übersehen, dass der Privatsektor nach wie vor weiterhin an Bedeutung gewinnt. Und das hat einerseits zu wachsender Ungleichheit geführt, da die Bourgeoisie, also die Kapitalistenklasse, zunehmend einen Einfluss auf politische Entscheidungen und Ressourcenakkumulationen gewonnen hat, meinen jedenfalls manche Kommunisten. Und andererseits ist der Wohlstand aller Chinesen insgesamt gestiegen. Und auch die Entwicklung der Produktivkräfte ist im gigantischen Ausmaß gelungen. Also was ja von vielen als Voraussetzung für den Aufbau des Sozialismus beschrieben wird. Dennoch wird von vielen eine Abkehr von einer sozialistischen Ökonomie gesprochen, weil sie den Übergang von einer bedürfnisorientierten Wirtschaft zu einer profitorientierten vollzogen hätte, während privatkapitalistisches Eigentum auch zugenommen hat. Also da wird entgegengestellt, die kapitalistische Bourgeoisie in China strebt nach Profitmaximierung, wie sie es halt so macht, und Klassenherrschaft, während die Arbeiterklasse eigentlich dagegen ankämpft und für ihre sozialen Rechte eintritt. Fang mal mit einer ganz einfachen Frage an. Vielleicht magst du anfangen, Richard. Wie ordnet ihr als Kommunisten eigentlich die Eigentumsstruktur der VR China ein? Genossen, natürlich heben wir als Kommunisten die Eigentumsfrage in allen diesen Bewegungen, heißt es ja sehr schön im Manifest, als Grundfrage der Bewegung hervor. Aber die Eigentumsfrage steht für uns jedenfalls im Spannungsfeld zwischen Machtfrage und Entwicklung der Produktivkräfte. Lenin brachte das auf die einschlägige Formel: Kommunismus, an anderer Stelle spricht er von Grundlagen des Kommunismus, ist gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Und ohne Elektrifizierung, ergänzt Lenin, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es unmöglich, die Industrie hochzubringen. Also die Industrie ist das Schlüssel, hat hier die Schlüsselstellung. Lenin stellt meines Erachtens also richtigerweise die Machtfrage an den Anfang. Und die Frage ist natürlich, Machtfrage, das sind die Sowjets. Wozu brauchen die Sowjets die Macht? Die Sowjets brauchen meines Erachtens die Macht, um letztlich in die Eigentumsverhältnisse eingreifen zu können. Und warum muss man in die Eigentumsverhältnisse eingreifen?
um über die Produktionsmittel, den Grund und Boden, die Fabriken, die Verteilung so verfügen zu können, dass die arbeitenden Klassen gut, also erstmal natürlich die Produktionsmittel, die Werkzeuge sich wieder aneignen, die sie in einem jahrhundertelangen Prozess, von denen sie enteignet worden sind, also die Arbeiten sollen auch wieder ihre Werkzeuge haben und damit die Voraussetzungen schaffen, dass sie besser leben können, und um es mal vereinfacht auszudrücken. Anders ausgedrückt, haben die Revolutionären, die Klassen die Macht erobert, können sie jederzeit enteignen, sie können aneignen und können zueignen, wem soll was gehören. Sie haben aber dabei meines Erachtens genau zu prüfen, welche Eigentumsformen sind der Entwicklung der Industrie, wie Lenin das in der Schlüsselstellung ausdrückt, maximal förderlich sind. Denn ohne große Industrie, ohne Entwicklung der Produktivkräfte auf den fortgeschrittensten Stand, und dazu rechne ich heute etwa auch die Digitalisierung, die verschiedensten modernen Formen von Logistik, Kommunikation, aber auch Formen der internationalen Finanzierung. Ohne das ist der Sozialismus eher verordneter, aus meiner Sicht verordneter Asketismus, Verwaltung des Mangels oder vielleicht kann man es auch Schutzzone von Armut in Rückständigkeit bezeichnen. Das ist ja eines der Ziele, du hast es in der Entwicklung von der VR China schon geschildert, das ist eine, oder angedeutet jedenfalls, das ist ja die Situation, in die der Imperialismus die sozialistischen Länder haben will. Ja? Nämlich, der tut alles, um die sozialistischen Länder zu blockieren, ja, Kuba zu isolieren, einzukreisen, in die Luft abzudrücken und zur Übergabe, so auf die Art und Weise zur Übergabe zu zwingen, dass aus der Not heraus die Menschen, also den Sozialismus, versuchen dann loszuwerden. Und das ist, glaube ich, dass die kubanischen Genossen aus der Not, ja, in diese, von dieser Blockade getrieben wurden. Und die Chinesen haben die gleiche Erfahrung gemacht. Ja. Ich gehe nochmal dann kurz darauf ein, dass die Mangelwirtschaft, die Kubaner müssen ja aus dieser Mangelwirtschaft praktisch eine Tugend machen, ja, müssen dadurch. Aber es ist für die Kubaner auch, und genauso wenig für die Chinesen, die Vietnamesen, die Genossen in Nordkorea und in Laos nie der Idealzustand, wo man hin will. Die kubanischen Genossen wie die chinesischen wollen, dass die Arbeiter, Bauern und die anderen antiimperialistischen Klassen die Macht im Land haben und gut leben. Im Übrigen wird gerne übersehen, was du schon angedeutet hast, dass die VR China von 1960 bis etwa 1980 einer massiven Blockade durch den Imperialismus unterworfen war und zusätzlich die Verbindungen zur Sowjetunion und in sozialistische Lager weitgehend abgeschnitten waren. Und das bei einem Land, das von 1916 bis 1949 durchgehend durch die Zerstörungen und Schlechtereien von Krieg und Bürgerkrieg gegangen war. Da herauszukommen, ging nur durch Eroberung und Erhaltung der Macht, durch die, wie es in der chinesischen Verfassung heißt, durch die demokratische Diktatur der Arbeiter, Bauern, des städtischen Kleinbürgertums, der Intelligenz und der nationalen Bourgeoisie. Das wird immer übersehen, dass es hier um ein Klassenbündnis mehrerer revolutionärer Klassen gekommen ist, ja, revolutionär in Bezug auf die Befreiung vom Imperialismus. Und noch eins, was heißt da in eurer Frage Übergang von einer bedürfnisorientierten zu einer profitorientierten Wirtschaft, habt ihr ja in der Frage gehabt. Die chinesischen Kommunisten stellen seit dem 8. Parteitag 1956 immer wieder fest, dass der inländische Hauptwiderspruch
nicht mehr im Widerspruch zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie bestand, sondern im Widerspruch zwischen den Bedürfnissen des Volkes nach rascher wirtschaftlicher und kultureller Entwicklung und der mangelnden Fähigkeit unserer Wirtschaft und Kultur, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Das habe ich jetzt nochmal abgelesen. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass alle Eigentumsformen, auch privatwirtschaftliche und profitorientierte, genutzt werden sollten, wenn sie die Fähigkeit der Wirtschaft erhöhen, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Der Sozialismus, im Sozialismus kann eben Profit und Bedürfnisbefriedigung der Massen zusammengebracht werden, und zwar, aus meiner Sicht, dank der Machtposition der Arbeiterklasse und ihrer Partei, der Kommunistischen Partei. Weil die Kommunistische Partei im Namen der Arbeiter und Bauern die Macht hat und die sich verdient hat durch den Befreiungskampf, durch den Aufbau, durch die Errungenschaften und so weiter, kann sie staatskapitalistische Elemente, privatkapitalistische, genossenschaftliche und volkseigene Formen benutzen, um die Produktivkräfte zu entwickeln. Eben auch privatkapitalistische. Lenin sagt, ich will das nur noch mal hervorheben, dass wir das nicht, dass das nicht Hirngespinste von irgendwelchen westdeutschen Marxisten sind. Lenin hat sehr deutlich gemacht, Privatkapitalismus kann Helfer des Sozialismus sein. Und das war immerhin ein Kenner der Materie. Und die Volksmacht kann auch anders natürlich. Sie kann auch Kriegskommunismus, das ist Wirtschaft mit der Pistole, das geht natürlich auch. Ja? Warum macht sie das nicht dauernd? Ja? Warum macht sie nicht Kriegskommunismus, wo eh alles dann vergesellschaftet ist und in den Dienst der Verteidigung der Herrschaft der Arbeiterklasse gestellt werden muss? Ja? Und weil ja, die Situation in Russland 1918 folgende mit den Überfällen, mit der Einkreisung, mit den 13 Ländern, die über Russland hergefallen sind. Und vieles ist ja ähnlich in der Situation, ich habe schon auf die Einkreisung hingewiesen, dass wir bei allen diesen Formen geht natürlich die sowohl beim Kriegskommunismus auch, wenn sie andere Formen der Eigentum benutzt, geht die Arbeiterklasse immer das Risiko ein. Und es ist sogar unvermeidlich, dass sich Bourgeoisie bildet. Im Übrigen auch bei volkseigenen Betrieben. Dort kann natürlich auch sich Bourgeoisie bilden, nämlich in Form der Bürokratie. Auf das haben die Genossen in Russland auch immer wieder hingewiesen. Bürokratie, die die Massen niederhält, ihre Initiative hemmt, ja, in Form von Bürokratie, die sich im Gewohnten einrichtet und für sich selber ein angenehmes Leben einrichten will und eine ruhige Kugel schieben möchte. Soweit mal zu eurer Frage, die ich für sehr wichtig halte. Ich habe versucht, es nochmal in diesen Kontext reinzubringen. Eigentum zwischen Machtfrage und Produktivkraftentwicklung. Okay, Thanasis, ich würde vorschlagen, dass du jetzt die Gelegenheit hast, dieser Argumentation direkt was entgegenzustellen oder ihr zuzustimmen. Naja, zustimmen wahrscheinlich eher nicht. Also einer Sache kann ich zustimmen. Das fand ich interessant, dass du das erwähnt hast, Richard, nämlich, dass du da, also dass du die Kontinuität eigentlich hervorgehoben hast von 1956 bis heute, also dass man, also dass damals schon die KP Chinas die Einschätzung getroffen hat, dass der Hauptwiderspruch, das ist ja auch so eine Begrifflichkeit von Mao, die sich eigentlich sonst im orthodoxen Marxismus nicht findet, dass der Hauptwiderspruch darin besteht, dass die Produktivkräfte entwickelt werden müssen, um es kurz zu vereinfachen. Das finde ich tatsächlich einen sehr wesentlichen Punkt, weil ich tatsächlich auch der Ansicht bin, dass der also dass der Bruch zwischen Mao und Deng, dass es den zwar gibt, auf jeden Fall, der ist auch sehr wesentlich, aber man muss ihn gleichzeitig, glaube ich, relativieren, weil es auch eine gewisse Kontinuität da gibt. Aber gut, das nur als Seitennotiz. Ich wollte ein bisschen anders an die Frage herangehen, indem ich vielleicht ein paar Punkte sage, wie die Eigentumsstruktur eigentlich aussieht in China im Moment. Also
wenn man versucht, da mal so ein, also Daten zuzufinden, wie dieses Verhältnis eigentlich beschaffen ist zwischen Staatseigentum, Privateigentum und was es sonst noch so gibt, dann findet man meistens irgendwie so von aus den 2010er Jahren irgendwelche Schätzungen, die dann irgendwie sagen, 40% der Wertschöpfung ungefähr liegt bei den Staatsunternehmen noch und 20% der Beschäftigung ungefähr. Ich habe jetzt eine, also die aktuellste Studie, die ich gefunden habe, war von 2019, wo ungefähr eine, also ungefähr eingeschätzt wurde, dass 25%, also ungefähr ein Viertel noch bei den Staatsunternehmen liegt und bei der Beschäftigung ein Spektrum, also oder eine Unschärfe zwischen 5 und 16% eingeschätzt wurde. Das heißt also, der Anteil ist schon auf jeden Fall relevant. Aber wie du auch schon gesagt hattest, Flo, in der Anmoderation, also der ist auf jeden Fall gesunken oder sinkt weiter, würde ich einschätzen. Und was auch, glaube ich, klar ist, ist, dass also das Staatseigentum nicht, also keine dominierende Rolle spielt mehr. Zumindest quantitativ. Natürlich ist es so, dass da in den Schlüsselsektoren vor allem der Staat bemüht ist, oder nicht bemüht ist, sondern auch noch die Möglichkeit hat er dazu auch, also dass der Staat eben darauf achtet, die Kontrolle über bestimmte Schlüsselsektoren zu behalten. Genau, aber trotzdem ist es so, dass, das würde ich zumindest sagen, dass das Privateigentum die beherrschende Rolle spielt. Und diese 25%, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist natürlich nur ein sehr grober Wert, den man heranziehen kann, um sich das sozusagen grob vorzustellen, das Verhältnis, ne? Weil also die Aussagekraft davon ist begrenzt, sage ich mal. Weil natürlich in den Staatsunternehmen ist der Staat in der Regel nicht der einzige Anteilseigner. Also da gibt es dann trotzdem ja auch private Investoren. Oft gehört dem Staat tatsächlich auch weniger als die Hälfte der Aktien dann. Also das sind andere Kriterien, also, wo man dann trotzdem sagt, das ist ein Staatsunternehmen, weil er trotzdem noch einen kontrollierenden Anteil hat. Aber ja, also das ist wahrscheinlich, würde ich schätzen, wahrscheinlich weniger als 25% auch noch. Genau, aber es ist nicht so ganz leicht zu sagen, weil es dazu keine so ganz eindeutigen Daten gibt. Es ist natürlich auch wahrscheinlich unmöglich, das so genau herauszufinden. Aber das heißt sozusagen, also ungefähr 75%, vielleicht etwas mehr der gesamten Produktion und wahrscheinlich jetzt ungefähr 90% der Beschäftigung liegen in nichtstaatlichen, das heißt vor allem in privaten und faktisch privaten. Also es gibt ja, du hattest auf diese kollektiven Unternehmen hingewiesen, die gibt es auch noch. Die sind allerdings oft, ja oft sind sie so de facto privat. Zumindest gibt es, also ist das eine häufige Einschätzung, die man findet, dass, also dass das sozusagen eine Rechtsform ist für de facto private Unternehmen. Also das heißt sozusagen, ja, also wir haben hier schon eine deutlich dominierende Rolle des Privatsektors. Bei den Staatsunternehmen ist es, wie gesagt, so, dass die eine sehr wichtige Rolle für die chinesische Wirtschaft spielen. Und bei den größten dieser Unternehmen ist, ja, wie gesagt, gibt es oft eben einen Mehrheitsanteil des Staates. Und dabei geht es natürlich um international agierende Konzerne, also um nationale Champions, wie man auch sagt. Also um Unternehmen, die mit staatlicher Hilfe gezielt aufgebaut werden, um international wettbewerbsfähig zu sein, um international Kapital exportieren zu können, um international, also andere Märkte im Ausland erobern zu können und so weiter. Dafür wird auch das Kapital dann gezielt zentralisiert zum Teil vom Staat, ne? Also indem Zusammenschlüsse da gefördert werden und so weiter. Und das ist auch deshalb, also diese Staatsunternehmen spielen auch deshalb eine sehr wichtige Rolle für die chinesische Wirtschaft, eben nicht nur, weil sie die größten Unternehmen sind und deshalb eben international am meisten aktiv sind, sondern auch, weil sie bestimmte grundlegende Dienste im Sinne eines, ja, eines ideellen Gesamtkapitalisten sozusagen erfüllen. Also dass man, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, dass Energie billig zur Verfügung steht und so weiter. Also das ist eins der Erfolgsrezepte, würde ich tatsächlich sagen, des chinesischen Kapitalismus, dass es diese Staatsunternehmen, dass die weiterhin diese Rolle spielen und damit eben auch die Akkumulation des privaten Kapitals fördern. So, jetzt natürlich die Frage, und das ist ja das, also das ist die Frage nach der Einordnung letzten Endes, wo Richard ja jetzt ausführlicher darauf eingegangen ist, hat das was mit Sozialismus zu tun, was da passiert? Und natürlich wird dann oft auf diese Staatsunternehmen verwiesen als Beleg für den nach wie vor sozialistischen Charakter der Ökonomie in China. Jetzt mal unabhängig davon, dass diese Staatsunternehmen eben weniger
weniger Gewicht haben als das private Kapital, ist vielleicht der noch wichtigere Punkt dabei, meines Erachtens, dass man natürlich sehr genau unterscheiden muss zwischen Staatseigentum und sozialistischem Eigentum. Also es ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche. Also vielleicht muss man erstmal sagen, was Sozialismus heißt. Also nach meinem Verständnis bedeutet, also wenn man eine sozialistische Ökonomie hat, dann bedeutet das, die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, also letzten Endes das Wertgesetz, die Konzentration, Zentralisation des Kapitals, die Akkumulation von Kapital natürlich, das ist außer Kraft gesetzt und die Produktion wird eben anders organisiert, und zwar nach den Vorgaben, nach den bindenden Vorgaben einer zentralen Planung, die auf die Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse abzielt. Also das bedeutet für mich, dass man sozialistische Produktionsverhältnisse hat. Und da ist natürlich Verstaatlichung der Produktionsmittel ist natürlich eine notwendige Bedingung dafür, aber eben keine hinreichende Bedingung. Das wissen wir ja, weil es ja auch, also es gibt ja auch in kapitalistischen Ländern Staatsunternehmen, ne? Also es gibt ja auch in Deutschland die Deutsche Bahn oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder so und in anderen Ländern noch mehr. Und da würde jetzt niemand sagen, das hat was mit Sozialismus zu tun, außer vielleicht irgendwelche Leute in den USA oder so, die einfach sagen, alles, was dem Staat gehört, ist Sozialismus. Aber das ist natürlich kein marxistisches Verständnis. Auch kein richtiges natürlich. Und die Staatsunternehmen in China, das würde ich eben sagen, sind, also die dienen einerseits der privaten Akkumulation, also das, was ich eben ausgeführt hatte, dass sie also eine Hilfestellung auch leisten für das private Kapital. Und andererseits sind sie aber auch selbst kapitalistische Unternehmen. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass der Haushalt dieser Unternehmen, also das Budget, dass das formal und real vom Staatshaushalt getrennt ist. Also das darf man sich nicht so vorstellen wie das, keine Ahnung, in der Stalin-Ära in der Sowjetunion war oder so, dass die, oder auch später noch im Wesentlichen eigentlich, dass die Staatsbetriebe letzten Endes dem einfach zum Staat dazugehören und vom Staat finanziert werden. Und wenn die irgendwie keinen Profit machen, dann gibt es eben diese weichen Budgetbeschränkungen. Ne? Das hat ja dieser liberale Ökonom Kornei dann kritisiert und meinte, deswegen funktioniert das alles nicht, weil der Staat dann die Unternehmen rettet und so. Das ist alles in China ja nicht so, ne? Sondern das sind Unternehmen, die eigenständige ökonomische Einheiten sind, also die ihre Aktivitäten selbst steuern im Wesentlichen, also nicht mehr direkt durch den Staat gesteuert sind, auch keine festgelegten Abgaben da an den Staat leisten, sondern auf eigene Rechnung wirtschaften sozusagen und dann vom Staat einfach besteuert werden, so wie das andere Unternehmen auch. So, und insofern sind das kapitalistische Unternehmen, die also nach dem Profitprinzip arbeiten, also es geht denen darum, Gewinn zu machen. Die haben natürlich auch noch andere längerfristige Planungshorizonte zum Teil, also die haben sozusagen politische Aufgaben auch, die ihnen auch gegeben werden, das stimmt, aber trotzdem sind es eben gewinnorientierte Unternehmen. Man sieht es übrigens auch daran, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über den Charakter des Staates reden, dass die auch Lobbyismus betreiben. Ne? Also das sind Unternehmen, die eigene Interessen vertreten gegenüber dem Staat sozusagen. Ja, und dann gibt es natürlich auch da hatte ich schon darauf hingewiesen, eine Teilprivatisierung dieser Staatsunternehmen. Also ich habe dazu auch Daten gefunden, dass schon 2003 bei den Staatsunternehmen der Anteil der Aktien, die wirklich vom Staat gehalten wurden, bei unter 50% schon lag, also 46,6%. Und dann bis 2017 das auf 38,3% gefallen ist. Also das heißt, auch bei diesen Staatsunternehmen ist eine Mehrheit des Kapitals nicht in Händen des Staates. Das muss man auch im Kopf halten. Ne? Der Staat hat da zwar eine kontrollierende Rolle immer noch, aber die Profite werden trotzdem natürlich von einer Kapitalistenklasse angeeignet, die teilweise staatlich ist, aber tatsächlich mehrheitlich sogar, in den Staatsunternehmen sogar, mehrheitlich privat ist. Die sind natürlich fast alle dann auch an der Börse notiert, dadurch ist das überhaupt möglich. Also man kann da Aktien kaufen bis zum gewissen Grad und müssen dadurch natürlich dann auch Renditen ausschütten und so weiter. Also die funktionieren tatsächlich im Wesentlichen eigentlich ähnlich wie oder genauso im Wesentlichen wie die Privaten. Das heißt, das ist also das ist die Form des monopolistischen Finanzkapitals, würde ich sagen, die der staatliche Wirtschaftssektor hat. Und also das heißt, man hat einen Industriekonzern, der als Finanzgruppe de facto eigentlich fungiert und sich über das Beteiligungssystem finanziert
und eben nicht mehr über den Staat oder nur noch ganz wenig über den Staat. Genau, und Handlungslogik dieser Unternehmen, wie ich schon gesagt hatte, ist also schrankenlose Akkumulation von Kapital, also GW/G', wie Marx sagt, also Geld investieren, um mehr Geld rauszukriegen. Das ist das, was die machen. Jetzt natürlich, ja, jetzt kann man das politisch so einordnen, dass man sagt, das muss alles so sein, um die Produktivkräfte zu entwickeln. Ja, wenn ich darauf jetzt, ich könnte jetzt auf ganz viele Punkte von Richard natürlich noch eingehen. Vielleicht kriegen wir das in der Diskussion auch noch hin. Vielleicht nur ein, zwei Punkte ganz kurz noch, weil ich will jetzt nicht so lange im Stück reden. Also ich glaube, einmal kann man China überhaupt nicht mit Kuba vergleichen oder Vietnam oder Laos, weil das natürlich auch nicht mit der Sowjetunion in den 30er Jahren oder so, ne? Weil allein das Entwicklungsniveau der Produktivkräfte und der Vergesellschaftungsgrad der Produktion, was ja die Voraussetzungen für den Sozialismus sind, ist natürlich auf einem enorm viel höheren Niveau. Und also man kann eigentlich sagen, wenn in China die Planwirtschaft noch nicht möglich sein soll oder der Sozialismus, dann ist die Frage, wo denn überhaupt? Also dann wahrscheinlich nirgendwo. Und der andere Punkt, der mir noch sehr wichtig wäre, ist auch, also warum nimmt man eigentlich an, dass der Sozialismus, so wie ich ihn verstehe zumindest, oder die Planwirtschaft, dass damit das nicht möglich sein sollte, die Produktivkräfte zu entwickeln? Also warum braucht man dafür den Kapitalismus? Das waren ja in der frühen Sowjetunion oder in Sowjetrussland, also direkt nach dem Bürgerkrieg, dann waren das ja ganz bestimmte Bedingungen, weshalb die Bolschewiki da eine Art Ausnahme eingeführt haben oder eine Zwischenphase einführen mussten, dass sie den privaten Kapital Zugeständnisse machen mussten. Das ist ja eine ganz andere Situation als in China 1978 oder auch jetzt, also jetzt erst recht. Ja. Also das war eine Situation der drohenden Hungersnot, der völligen Zerstörung des Landes und so weiter. Und das war in China auch 1978 nicht der Fall. Und jetzt ist natürlich erst recht nicht der Fall. Jetzt ist China, je nachdem, welche Berechnungsmethode man nimmt, ist es das größte, die größte oder zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Und in vielen hochtechnologischen Sektoren, gerade auch inzwischen ja auch führend sogar, also hat sogar in vielen Sektoren auch einen Vorsprung vor zum Beispiel den USA. Also das ist schwierig, finde ich, da mit dem Niveau der Produktivkräfte zu argumentieren. Okay, dabei lasse ich es jetzt mal kurz. Okay, Thanasis hat viele, viele Aspekte aufgeworfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du, Richard, auf den einen oder anderen nochmal eingehen möchtest. Ja, ich denke, zu ein paar Punkten kommen wir ja auch noch in den anderen Fragen, so wie wie die Fragen gestellt wurden von euch. Ich möchte auf ein paar Sachen natürlich gern eingehen. Und zwar also erstmal ein paar nochmal Begrifflichkeiten, die geklärt werden, aus meiner Sicht geklärt werden sollten. Und zwar Hauptwiderspruch, das habe ich ja auch also mit eingeführt. Meint Thanasis, dass das völlig aus dem Vokabular, raus wäre, was Marxisten gebrauchen. Ich kann mich nur erinnern, dass der Begriff Hauptwiderspruch sehr oft gebraucht wurde, jedenfalls auch in der sowjetischen Literatur. Ich nenne mal nur das Lehrbuch der politischen Ökonomie, des Kapitalismus und so weiter. Also da gab es immer wieder der Verweis auf den Grundwiderspruch, der in den Widerspruch besteht zwischen den Produktivkräften und Produktionsverhältnissen und der Entwicklung und dem Hauptwiderspruch und beziehungsweise für den Kapitalismus die vergesellschaftete Produktion und die private Aneignung und dieser Widerspruch sich im Hauptwiderspruch, also dann zeigt als Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Das ist eine gängige Terminologie gewesen. Ich weiß nicht, wundert mich etwas, dass dir das nicht mehr gängig ist. Die zweite Geschichte, die ich noch zur Klärung haben wollte, ist die ganze Frage, was ist Sozialismus? Du sagst, da müssen bestimmte Gesetze außer Kraft gesetzt werden, wie zum Beispiel das Wertgesetz. Also auch hier das Wertgesetz, die Debatte um dieses Wertgesetz, ich erinnere an Stalin, ökonomische Probleme des Sozialismus. Stalin sagt, das Wertgesetz werden wir so lange nicht los, solange Warenproduktion im Sozialismus
notwendig ist. Warenproduktion ist vorhanden, wenn Waren ausgetauscht werden, wenn Produkte ausgetauscht werden zwischen unterschiedlichen Eigentumsformen, also zwischen dem Ausland, innerhalb der zwischen dem volkseigenen Sektor und dem genossenschaftlichen Sektor, zwischen den all diesen Sektoren und dem privatwirtschaftlichen Sektor, den es ja in der Landwirtschaft auch immer noch gegeben hat mit Hofgrundstücken und und. Auch in der Sowjetunion. So, das nur nochmal. Und ich denke, das ist das Wertgesetz ist nicht an den Kapitalismus gebunden. Es ist zwar immer noch existent im Kapitalismus, aber es hat eine viel längere Geschichte. Es geht zurück auf die Warenproduktion, auch die einfache Warenproduktion, die vorkapitalistische Warenproduktion. Und wir werden auch noch, und das muss man, also mit dem muss man es wohl leider noch lange leben, es wird auch Warenproduktion noch lange im Sozialismus geben. Da kannst du sagen, schön wäre es anders, stimme, würde ich dir zustimmen. Nur leider sind die Verhältnisse nicht so. Ja, weil klar ist, solange du die Vergesellschaftung, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den du angesprochen hast, solange die Vergesellschaftung der Produktion, das heißt, dass die Menschen das nicht mehr als das Produkt nicht mehr als Ergebnis ihrer einzelnen Tätigkeit sehen, sondern als gesellschaftliche mit vielen Kollegen mit erarbeitetes Produkt, das zum Teil ja heute über die ganze Welt geht, damit man sagen kann, das ist unser Produkt, das ist nicht mehr mein Produkt, sondern von vielen über viele Ländergrenzen hinweg. Und solange diese Vergesellschaftung noch nicht gegeben ist an vielen Stellen, ja, dann ist es, dann brauchen wir nicht sagen, zu sagen, dass wir also die Warenproduktion schon abschaffen können, sondern wir müssen erstmal an diese Vergesellschaftung der Produktion weitertreiben. Du hast jetzt gesagt, also China an zweiter Stelle der Welt und so weiter. Die Chinesen sagen selber, und ich glaube nur, dass das eine Maskerade ist, sie sind ein Entwicklungsland. Sie sind immer noch ein Entwicklungsland. Sie sind jetzt gerade mal aus dem Anfangsstadium des Sozialismus herausgekommen. Und wenn du China mal siehst und dich nicht nur an der Ostküste aufhält, also von Beijing bis Shanghai und vielleicht sogar noch bis Fujian runter oder Guangdong und Shenzhen, ja, sondern du siehst die ganzen Provinzen, die im Westen sind. Und es ist nicht nur Xinjiang und Tibet, sondern Sichuan und so weiter. Brauche ich gar nicht alles aufzuzählen. Dann sind es rückständige, zum Teil noch in katastrophalen Verhältnissen lebende rückständige Gebiete, ja, wo immer noch die Landwirtschaft die dominante Rolle spielt. Ja, wir wissen, dass in China die Bevölkerung inzwischen immer noch zu 40% in ländlichen Gebieten lebt. Ja, dass die Landwirtschaft immer noch 18% der Beschäftigten haben. Bei uns sind es unter 1%. Das ist immer noch, das sind Indikatoren, die darauf hinweisen, dass China ein Land ist, das immer noch, jedenfalls in großen Teilen, in der weiten Fläche, ja, und das ein Entwicklungsland. Und das, finde ich, ist immer sozusagen das Peinliche, wenn über China gesprochen wird, dass man diese Dimension sowohl in der Bevölkerung, in ihrer Verteilung im Land, als auch also damit die Unterschiede überhaupt nicht mehr sieht. Das wollte ich nochmal zu einzelnen Sachen zum Sanassis sagen. Für mich ist noch mal eine Geschichte deutlich auch geworden bei Sanassis, dass die Machtfrage natürlich anscheinend da keine Rolle spielt, in der die Partei auf die Unternehmen einwirken kann. Und die Partei kann einwirken, ja, über die SASAK, ja. Das ist der Zusammenschluss, das hast du gar nicht erwähnt. Das sind die staatlichen Unternehmen, das ist ein Konglomerat von inzwischen
um die 100 Kombinate, in denen versammelt sind alle wesentlichen Schlüsselindustrien der Nation, der chinesischen Nation. Und diese, in dieser SASAC, das ist die Aufsichtsbehörde letztlich, die über den Nationalen Volkskongress, letztlich über den ganzen Staatsapparat kontrolliert wird, nimmt natürlich auch die Partei Einfluss, weil sie die Partei ist, die die wichtigsten Leute im Staat stellt. Und sie nimmt auch nochmal Einfluss auf diese Unternehmen, letztlich über ihre Parteikomitees, die in allen Unternehmen inzwischen drin sitzen. Und sie hat noch einen weiteren Schlüssel, nämlich einen Schlüssel über die Gewerkschaften. Auch in denen hat die Partei an der alten leninistischen Politik festgehalten, nämlich dass die Gewerkschaften der Transmissionsriemen der Partei sind. Ja. Und wir kommen jetzt, das ist unvermeidlich in der ganzen Debatte, immer natürlich auf die Frage, was ist die Partei? Ja, ist das noch eine kommunistische Partei? Und da müssen wir, glaube ich, dann nochmal an anderer Stelle, ich weiß ja von euren Fragen, dass wir auf die Frage dann später nochmal kommen. Soweit erstmal. Ja, ich würde vorschlagen, Thanasis, du hast die Möglichkeit, also kurz zu reagieren, wenn du möchtest. Und dann würde ich sagen, dass wir weitermachen mit dem nächsten Themenpunkt. Ja, das würde ich tatsächlich sehr gerne. Also vielleicht erstmal zu dem letzten Punkt mit der Machtfrage. Also ich sag mal so, ich wurde jetzt gebeten, mich an den Fragen relativ genau zu orientieren, mich darauf zu beschränken und nicht schon alles andere zu streifen. Deswegen, also über den Charakter des Staates können wir gerne noch reden. Das habe ich jetzt bewusst ausgeklammert, weil es ist natürlich klar, dass das immer schwierig ist. Aber wenn man über alles gleichzeitig redet, ist natürlich auch schwierig. Du hattest also vielleicht den Punkt mit der Planung noch, weil du die SASAC erwähnt hast. Also die SASAC ist halt, also du hast jetzt so getan, als wäre das so eine allmächtige Behörde sozusagen, die da eine genaue Planung und Lenkung der Wirtschaft betreibt. Aber das tut sie halt nicht. Ne? Also das ist eine Aufsichtsbehörde, das hast du ja schon gesagt. Also um die genau zu lenken, dafür ist einfach die betriebswirtschaftliche Autonomie und auch die machtpolitische Autonomie dieser Konzerne viel zu groß, die sie da beaufsichtigen. Abgesehen davon, dass das ja auch nur eine sehr begrenzte Anzahl, also es sind zwar die größten Konzerne, aber eben auch nur, wie viele waren das, 190 oder sowas, von vielen Millionen Unternehmen, um die es geht, die da beaufsichtigt werden. Und also diese Unternehmen haben ja, wie ich schon gesagt hatte, die haben eigene Interessen. Und denen wird auch nicht vorgeschrieben, was sie produzieren sollen oder sowas. Das sind, also, da werden bestimmte Anreize gesetzt, bestimmte Vorgaben, also ein bestimmter Rahmen wird gesetzt. Und der Staat spielt da insofern schon eine andere Rolle als natürlich in Deutschland oder so. Aber das hat nichts mit Planwirtschaft oder sowas zu tun, ne? Sondern das ist also zumindest nicht mit sozialistischer Planwirtschaft. Ne? Das ist eine Form der Wirtschaftsplanung, die es in kapitalistischen Ländern auch gibt, ne? Das gab es in Südkorea, das gab es in Frankreich auch, in vielen ostasiatischen Ländern gab es das in der Vergangenheit, dass der Staat da so eine Rolle gespielt hat. Vielleicht noch zu zwei, drei anderen Punkten. Also das mit dem Hauptwiderspruch, also du hast jetzt durcheinander geworfen, meines Erachtens, also im selben Satz genannt, den Grundwiderspruch und den Hauptwiderspruch. Das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Begriffe. Also Grundwiderspruch ist natürlich was, das finden wir auch bei Engels und bei Marx, also das ist natürlich eine wichtige Begrifflichkeit der marxistischen Dialektik, dass man davon ausgeht, die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise lassen sich letzten Endes auf einen zurückführen, der sozusagen der Ursprung ist. Das ist der Grundwiderspruch. Hauptwiderspruch bei Mao Zedong ist was völlig anderes. Also Hauptwiderspruch bei Mao bedeutet einfach sowas wie so der Widerspruch, der gerade am wichtigsten ist, und der kann auch mehr oder weniger beliebig gewechselt werden. So, ne? Das hat also nach Marx und Engels ist es ja nicht so, dass man jetzt den Grundwiderspruch im Kapitalismus austauschen könnte, aber den Hauptwiderspruch, das ist eher sowas, das richtet sich nach den aktuellen politischen Konjunkturen und sowas, und genau deshalb ist das ja auch so ein gefährliches Konzept, sage ich mal, weil es also eigentlich Tür und Tor öffnet dafür, dass man dass man alles Mögliche für den Hauptwiderspruch gerade erklärt, also je nachdem, was die Partei gerade haben will, sage ich jetzt mal etwas salopp.
Und in China ist das ja auch so gelaufen. Also am Anfang war, also eine Zeit lang war das dann der Widerspruch mit den japanischen Imperialisten. Dann irgendwann hat man schon gesagt, der Widerspruch zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse in China. Als dann die Bourgeoisie eben in China überwunden oder abgeschafft war als Klasse, das war ja 1956 dann der Fall auch tatsächlich. Und da hat man dann eigentlich die Produktivkraftentwicklung zum Hauptwiderspruch erklärt. Und damit ist natürlich die heutige KP Chinas sehr glücklich, weil damit kann sie natürlich alles rechtfertigen, was weg vom Sozialismus geht. Solange das die Produktivkräfte entwickelt, ist es ja dann immer noch angeblich vereinbar mit dem Marxismus. Gut, dann der Punkt mit der Außerkraftsetzung des Wertgesetzes. Also da finde ich auch, dass du da, also finde ich nicht plausibel, was du da sagst, weil also was Stalin ja sagt, ist, ja, wir brauchen das Wertgesetz, solange die Warenproduktion notwendig ist. Und er begründet ja konkret, warum sie dann noch notwendig ist in der Sowjetunion. Und er sagt aber auch, sie ist dann eben auf diesen, also auf einen bestimmten Bereich der Ökonomie beschränkt deshalb. Ja, also weil eben es noch die Kolchosen gibt und nicht nur das Staatseigentum. Deshalb gibt es noch, ja, gibt es noch Austausch innerhalb der Ökonomie. Man kann nicht alles lückenlos durch den zentralen Plan regeln. Und deswegen gibt es auch noch das Wertgesetz in einem gewissen Rahmen. Aber jetzt ist es doch grundsätzlich so, dass Vergesellschaftung des Eigentums und zentrale Planung nichts anderes bedeutet, als dass dem Wertgesetz eben immer mehr entzogen wird, also immer mehr Verfügung oder immer mehr Wirkungsmacht über die Ökonomie entzogen wird. Also weil der Plan eben darüber bestimmt und nicht mehr das Wertgesetz, also nicht mehr der Markt darüber bestimmt. Das bedeutet doch Sozialismus, dass man die Gesetze der vorsozialistischen Produktionsweisen außer Kraft setzt und neue sozialistische Gesetzmäßigkeiten schafft. Und wenn du sagst, das Wertgesetz ist nicht an den Kapitalismus gebunden, also jein, würde ich mal sagen, ne? Also so wie du das gesagt hast, ist das schon falsch. Also natürlich gab es vor dem Kapitalismus zwar Warentausch und auch in einem gewissen Rahmen das Wertgesetz, aber trotzdem ist es doch, also es ist bei Marx und Engels, glaube ich, auch sehr eindeutig eigentlich, dass sie ja sagen, trotzdem ist das Wertgesetz, also es kommt ja im Kapitalismus erst wirklich zum Tragen. Es wird ja erst im Kapital, also die Gesetzmäßigkeit dieses Wertgesetzes bringt das Kapitalverhältnis hervor. Das ist also logisch und historisch bringt das Wertgesetz den Kapitalismus hervor. Deswegen ist es auch klar, dass das Wertgesetz schon vor dem Kapitalismus gab, natürlich. Aber es ist nicht ohne den Kapitalismus denkbar und es ist auch nicht so, dass man das irgendwie im Sozialismus als so ein neutrales Instrument benutzen kann. Das hat, denke ich, auch Ping gesagt, natürlich. Aber das ist, ja, da kommt dann natürlich Kapitalismus bei raus. So wie in der Sowjetunion übrigens auch, wo es diese Debatte ja auch gab und der Kapitalismus am Ende dabei rausgekommen ist. Okay, vielleicht noch ein, zwei Sätze kurz zu dem Punkt mit dem China als Entwicklungsland. Also natürlich ist China also ein sehr heterogenes Land, ist aber auch ein riesiges Land natürlich. Und natürlich sieht es im Westen ganz anders aus als an den Küstenprovinzen. Das ist natürlich völlig klar. Aber die Frage, die ich eben ja schon gestellt hatte, ist ja, warum brauchen wir dafür den Kapitalismus, um das zu entwickeln? Kann nicht ein sozialistischer Staat, der riesige Mittel akkumuliert hat trotzdem durch die Produktivkraftentwicklung, die ja mittlerweile, also man kann ja darüber reden, wie das 1978 war, aber mittlerweile enorme Ausmaße erreicht hat. Warum sollte er nicht diese Mittel gezielt einsetzen können, um also das flache Land oder die armen Gebiete zu entwickeln, so wie das auch in der Sowjetunion ja passiert ist. Also man hat ja da auch nicht gesagt, okay, hier Tadschikistan, Kasachstan und so sind so arm, deswegen müssen wir da wieder den Kapitalismus einführen, sondern im Gegenteil, man hat gesagt, der Plan und die Planwirtschaft und die zentrale Zuteilung von Ressourcen machen es erst gerade möglich, diese Gebiete zu entwickeln. Und das ist auch passiert. Ja, also nicht, die sind nicht auf das Niveau von Moskau gekommen oder so, das ist schon klar. Aber es hat da natürlich dann trotzdem eine enorme Entwicklung gegeben. Also ja, vielleicht nur das ganz kurz. Bei allen Differenzen, die es geben mag, kann man aber, glaube ich, trotzdem sicherlich feststellen, China ist keine Planwirtschaft mehr, zumindest keine zentrale Planwirtschaft im klassischen Sinne. Und ja, auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat kürzlich selber erst erwähnt, dass es für ihn auch keinen Zurück mehr geben kann zum, wie er es nannte, alten Weg der Planwirtschaft. Andererseits kann man die Ökonomie der Volksrepublik China auch nicht ohne weiteres als
Kapitalismus westlichen Typus charakterisieren, weil es trotz allen Marktreformen immer noch relativ starke planwirtschaftliche Elemente gibt. Und ja, die Rolle des Staates beziehungsweise die Rolle der Politik oder der kommunistischen Partei immer noch relativ stark ist auf die wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes. Andererseits lässt sich auf jeden Fall auch beobachten, dass durch die Marktreform in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung des privaten Sektors und des privaten Eigentums auf jeden Fall stark zugenommen hat. Kritikerinnen sprechen auch davon, dass mittlerweile sogar von einer Dominanz kapitalistischer Verhältnisse gesprochen werden muss oder einer Restauration des Kapitalismus. Die chinesische kommunistische Partei wiederum argumentiert aber, dass die Öffnung für ausländisches Kapital und die Marktreform dazu dienen, die sogenannten Produktivkräfte, also den Stand der Technik und der, ja, der wirtschaftlichen Produktivität eines Landes, zu erhöhen und damit überhaupt erst die Voraussetzungen zu schaffen für einen entwickelnden Sozialismus. Dabei werden die Marktreformen häufig mit der sogenannten neuen ökonomischen Politik in der Frühphase der Sowjetunion verglichen. Ja, wo die Bolschewiki damals noch unter Lenin auch in begrenztem Maße Marktelemente wieder zuließen, um die Versorgungslage zu verbessern und eben auch um den Stand der Produktivkräfte zu erhöhen, aufgrund der sehr schwierigen damaligen Situation der Sowjetunion und auch der Isolationssituation. Ja, meine Frage wäre aber an der Stelle an euch beide. Was glaubt ihr? Also seid ihr der Meinung, dass die Marktreformen eine notwendige Übergangsphase darstellen, die den Aufbau des Sozialismus eher stärken? Oder glaubt ihr, dass die Marktreformen nicht viel eher dazu beigetragen haben, den Kapitalismus in China überhaupt wiederherzustellen? Ja, vielleicht erstmal an dich, Richard. Also ich wollte mal, bevor wir in die zu der Frage kommen, in der VR China wird selbstverständlich nach meinem Verständnis Planwirtschaft betrieben. Ja? Und zwar, es ist vielleicht euch entgangen oder ist nicht mehr so bekannt. Die haben gerade 2021 oder 2020 hat sogar die Partei des ZK, das Partei den 14. Fünfjahresplan beschlossen, ist dann im März vom Nationalen Volkskongress übernommen worden mit einer ganzen Reihe von Modifikationen. Die haben ja dort immer einen langen Austauschprozess und Diskussionsprozess. Und es ist dann, was sich geändert hat, ja, ist klar, dass man also, dass er inzwischen, dass der Plan ein Rahmenplan ist, der aber klare, quantifizierbare Ziele festlegt für staatliche Unternehmen. Sanasis hat da schon darauf hingewiesen, kommen dann teilweise detailliertere Vorgaben. Und für den privaten und den genossenschaftlichen, beziehungsweise den ja, genossenschaftlichen Sektor, werden Richtlinien vorgegeben. Wovon die KP wirklich Abschied genommen hat, ist eine hochzentralisierte, ich habe mir es nochmal angeschaut, eine hochzentralisierte Planwirtschaft. Das hat sie in ihrer 100-Jahre-Resolution. 100 Jahre kommunistische Partei hat sie das nochmal also so festgehalten. Und zwar die hochzentralisierte Planwirtschaft ist kritisiert worden, dass da langwierige Abstimmungsprozesse notwendig sind, ja, von oben nach unten und unten nach oben, die nicht schnell genug auf Änderungen reagieren kann. Ja, und das, ich denke, ist ja auch bei einer Planwirtschaft nicht von der Hand zu weisen, dass die Planwirtschaft davon lebt, dass sie sich schnell an Veränderungen anpassen kann. Wenn sie das nicht tut, ja, dann ist der Plan von vornherein obsolet. Also, das ist ja auch das, wo ich Thanasis nochmal frage, wo steht eigentlich geschrieben, wie die Planwirtschaft zu gehen hat? Hast du da eine besondere eigene Vorstellung? Ich kenne eine ganze Menge, Cockshot und so weiter, die das inzwischen natürlich nochmal ganz anders auch sehen und mit Digitalisierung unterlegen wollen. Aber wo steht geschrieben, dass es nur dann um eine Planwirtschaft handelt, wenn ein Plan minutiös
mengenbasierte Input-Output-Tabellen dort festlegt. Also für so und so viel Liter Bier, die man Ausstoß haben will, müssen so und so viel und so weiter, Hopfenmalz und andere Dinge reingegeben werden, damit das Ergebnis zustande kommt. Nicht die Situation ist die, ja, solche Pläne können und konnten auch in der Sowjetunion und in der DDR, wir sprechen ja auch bei der DDR von den Grundlagen der Planwirtschaft, nicht eingehalten werden. Und in China ist es noch besonders, weil bei hoher Komplexität in einem feindlichen Umfeld, ja, selbst so ein großes Land wie VR China, über viele Faktoren keine Entscheidungsautonomie hat. Und das Entscheidungsautonomie, also du musst die Faktoren beherrschen und über sie entscheiden können, die für deine Entscheidungen wichtig sind. Also wenn du die nicht hast, dann bist du natürlich eingeschränkt und hast dann diese Schwierigkeiten, die jetzt die Chinesen versuchen aufzufangen, indem sie Entscheidungskompetenz nach außen, zum Teil in die Provinzen reingeben, zum Teil in die Betriebe reingeben, um auf der Grundlage relativ schnell auf neue Faktoren in der Entwicklung eingehen zu können. Das ist natürlich noch nicht das, was wir uns wünschen, ja? Dass wir selber als Klasse Herren unserer eigenen Vergesellschaftung werden. Das ist so ein schöner Ausdruck von Engels, der mir noch im Kopf geblieben ist. Wir wollen die Herren unserer eigenen Gesellschaft, Vergesellschaftung werden. Und das ist jetzt natürlich auch die Diskussion, um die es dann geht, wird durch diese Dezentralisierung, die es jetzt für mich als eine Übergangsphase geben muss, um sich schnell anzupassen, um schnell auf neue Dinge einzugehen, trägt die dazu bei, dass die Entwicklung schneller und besser vorangeht und damit auch Voraussetzungen geschaffen werden, dass über das ganze China, Thanasis, du tust es so ein bisschen, ja, warum geht es der Staat? Der könnte doch das alles machen. Das sind diese Allmachtsfantasien von Staat, das ist, glaube ich, doch auch ein Ergebnis der ganzen der Entwicklung in den sozialistischen Ländern. Diese Allmacht des Staates kann diese Entwicklung nur über eine bestimmte Zeit und an bestimmten Punkten massiv vorantreiben, aber in der ganzen Fläche und die Durchdringung, das ist das alles auf den Staat zu laden, hat sich wohl in allen sozialistischen Ländern nicht bewährt. Ich denke, dass wir angesichts der Schwierigkeiten, die die KP Chinas natürlich mit denen sie konfrontiert ist, vor allen Dingen natürlich erreicht hat, dieses erste Jahrhundertziel, diese Beseitigung der Armut. Ja. Und da wollte ich eigentlich nur noch mal dazu sagen, das ist geschafft worden, auf der Grundlage dieses Bündnisses von Arbeiterklasse, Bauern, städtischem Kleinbürgertum und nationaler Bourgeoisie, die als revolutionäre Klasse, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal angedeutet, als revolutionäre Klasse angesehen wird, soweit sie sich gegen den Imperialismus und die stützenden Kräfte im eigenen Land, also früher die Grundherrenklasse und die Compradoren-Bourgeoisie und das, was heute wieder nachwächst, ja, und nachgewachsen ist, stellt. Wie ihr sicher wisst, ist ja von daher dieser Klassenkompromiss, hat diese lange Tradition in China und ist ja von der kommunistischen Weltbewegung in großem Maß unterstützt worden. Ja. Die Kommunistische Partei China hat schon 1921, sie wurde gegründet und hat bis
Bis 1927 waren Mitglieder der Kommunistischen Partei auch Mitglieder in der Kuomintang. Ja? Mao Zedong war Mitglied in der Kuomintang. Zhou Enlai war Mitglied in der Kuomintang. Der war sogar also als Vorsitzender der Militärakademie oder hat eine bedeutende Stellung in der Militärakademie Whampoa gehabt. Und ich denke, dass die grundsätzlich und von der Kommunistischen Internationale unterstützt, gefördert, gewollt, vorangetrieben, natürlich auch diese Entwicklung gegangen ist, das Bündnis selbst mit so jemandem wie mit Chiang Kai-shek dann wieder zu suchen im antijapanischen Befreiungskrieg. Die sind ja 1937, ist die Kommunistische Partei mit Chiang Kai-shek wieder ins Bündnis gekommen, um die Japaner zurückzuschlagen. Also das sind alles Hintergründe, die deutlich machen, wie wichtig diese Zusammenarbeit der verschiedenen Klassen ist. Und das ist nicht unbedingt etwas, was uns als Vorbild dienen muss. Aber es hat sich entwickelt aus den Notwendigkeiten des Bündnisses, die Notwendigkeit des Bündnisses aus den Notwendigkeiten des Klassenkampfs und des Krieges, den China geführt hat. Ich will nur zum Schluss nochmal vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil ich das für ganz wichtig halte, was diese Bündnisse letztlich auch ausdrücken sollen. Kennen wir ja auch in Osteuropa unter dem Stichwort Volksdemokratie. Ja? Das ist das, was in China mal neue Demokratie bezeichnet, das am Ursprung der Volksrepublik China 1949 steht und auch so noch heute in der Verfassung drin ist. Und das ist das, was zitiere es nur nochmal kann man auch nochmal nachlesen im politischen Wörterbuch, aus der kleinen politischen Wörterbuch aus der DDR. Die Volksdemokratie ist gesehen worden als dieses Bündnis mehrerer Klassen unter Einschluss von Teilen der Bourgeoisie, ist immer bezeichnet worden als eine Form der Diktatur des Proletariats. Ja? Und das muss man sich vielleicht nochmal deutlich machen. Und wie wir ja alle wissen, sind solche Bündnisse nicht nur Freude, Friede, Eierkuchen, sondern solche Bündnisse ist ja einerseits Einheit, aber auch Widerspruch und Kampf, ja, gemeinsame Interessen und divergierende Interessen. Ich denke, das muss man mal vielleicht auch noch in aller Deutlichkeit sagen. Die Chinesen, die sind in diesem Widerspruch, in dem Kampf um Einheit, wissend, dass es Widersprüche gibt, sind sie groß geworden. Und das ist, glaube ich, auch eine ihrer Stärken, die bei uns immer wieder unterschätzt wird. Ja, Thanasis, wirst du darauf entgegnen? Oder auf die Frage auch nochmal Bezug nehmen? Ja, klar. Also ich versuche jetzt mal, weil ich glaube, wir sind ja schon fortgeschritten in der Zeit und haben ja noch einige andere Sachen zu besprechen. Ich versuche mal, mich so auf die Knackpunkte oder das, was ich dafür halte, zu fokussieren. Und ich glaube, also Knackpunkte ist einmal, glaube ich, auf jeden Fall die Frage mit der Planung und ist das jetzt oder Planwirtschaft, ist das jetzt eine Übergangsphase hin zum Sozialismus und natürlich die Frage des Klassencharakters des Staates und der Partei. Also das wurde die ganze Zeit ja immer wieder kam das in die Diskussion rein. Vielleicht erstmal zu der Frage mit der Planwirtschaft. Also du hattest ja, ich kann mal direkt antworten, Richard, du hattest gefragt, wo das steht, wie eine Planwirtschaft zu gehen hat. Also ich würde sagen, das steht bei Marx und Engels schon ziemlich genau eigentlich. Allerdings ist das nicht das Entscheidende, dass es bei denen steht. Also sie könnten sich halt auch geirrt haben natürlich, ne? Sondern das Entscheidende ist, dass eine Produktion für die Bedürfnisse stattfindet, würde ich sagen. Also das ist das Entscheidende, dass man eben eine Produktion hat, die nicht mehr von blinden Kräften gelenkt ist, also von Kräften, die hinter dem Rücken der Menschen sich vollziehen, sondern von der gesellschaftlichen Vernunft sozusagen, die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Und das ist unter kapitalistischen Bedingungen eben unmöglich. Also
Natürlich gibt es sowas wie auch im Kapitalismus gibt es sowas wie staatliche Entwicklungsziele und sowas, dass der Staat bestimmte wirtschaftliche Rahmenbedingungen setzt, weil er bestimmtes Ergebnis damit erzielen will. Das gibt es natürlich. Aber trotzdem ist ja der Weg, auf dem sich also auf dem diese Ergebnisse erreicht werden, das ist ja trotzdem ein anarchischer Weg, also ein Weg, der sich letzten Endes der Verfügung des Staates entzieht. Und es ist natürlich es ist natürlich unvereinbar, wenn man eine Produktion für den Profit hat, dann kann es keine Produktion für die Bedürfnisse sein. Du hast ja eben gesagt, da wollte ich eigentlich auch noch drauf eingehen, dass das in China irgendwie zusammengeht. Ich würde sagen, das ist logisch überhaupupt nicht möglich. Also wenn ein Unternehmen produziert, um Gewinn anzuhäufen, dann produziert es dafür, um das investierte Geld zu mehr Geld zu machen. Wenn ein Unternehmen dafür produziert, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen, dann produziert es eben bestimmte Gebrauchswerte, bestimmte Sachgüter, die von der Gesellschaft gebraucht werden. Und wenn jetzt bei der Profitproduktion irgendwie Bedürfnisbefriedigung dabei rauskommt, dann ist es natürlich klar, dass das auch, also natürlich werden auch im Kapitalismus Gebrauchswerte produziert, dann ist das aber sozusagen ja das Abfallprodukt oder das Nebenprodukt davon. Also das stimmt natürlich nicht ganz, ne, weil der Gebrauchswert ist Träger des Werts, deswegen ist das schon notwendig, aber darum geht es nicht sozusagen. Ne? Also es ist, und deswegen ist die Bedürfnisbefriedigung auch, also es ist auch akzeptabel für den Kapitalismus, wenn sie nicht stattfindet oder nur sehr unzureichend stattfindet. Also das ist schon ein Widerspruch. Und das andere, das Komplexitätsargument, also auch da ist es ja schon, also schon in der frühen Sowjetunion eigentlich, gab es ja Herangehensweisen an dieses Problem. Also es gibt die lineare Optimierung von Leonid Kantorowitsch, einem sowjetischen Mathematiker, der eigentlich etwas vorweggenommen hat damit, was man heute erst so richtig umsetzen kann und viel besser umsetzen kann, nämlich die Bewältigung von ökonomischer Komplexität, was heute natürlich mit Hilfe von Computern und auch der Kommunikationstechnologie natürlich, also weil man muss natürlich die Daten auch transferieren können, geht natürlich ganz anders. Und diese angebliche Inflexibilität der Planwirtschaft, würde ich sagen, ist damit spätestens jetzt eigentlich kein Thema mehr, weil man tatsächlich eigentlich in Echtzeit planen kann. Also man kann nicht nur, man ist nicht sozusagen darauf zurückgeworfen, zu sagen, wir wollen in 5 Jahren das und das erreicht haben. Das muss man natürlich trotzdem noch machen. Aber man kann auch den Plan eben flexibel und in Echtzeit, also unmittelbar anpassen. Aber jetzt nochmal zu China. Also natürlich gibt es in China, wie gesagt, Wirtschaftsplanung in einem gewissen Sinn. In dem Sinne, dass die Regierung also bestimmte Entwicklungsziele setzt. Aber Planwirtschaft, wie es die in der Sowjetunion auch noch nach der Kosygin-Reform tatsächlich, also noch nach 65 gegeben hat, ist eben schon, also bedeutet schon, dass die Betriebe eben nicht für einen Markt produzieren, wo sie selber entscheiden, was sie produzieren und wie sie am besten ihre Gewinne erhöhen können, sondern die kriegen verbindliche Ziele, weil nur das ist ein Garant dafür, dass sie im Interesse der Gesellschaft produzieren. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil in China ist das, wie gesagt, nicht mehr so. In China gibt es im Wesentlichen eine indikative Planung, also das heißt also keine imperative Planung, wo der Staat den Betrieben eben verbindliche Vorgaben macht, sondern im Wesentlichen werden Anreize gemacht, um das Verhalten der Unternehmen zu steuern. Und das ist natürlich etwas, was mit dem Kapitalismus erstmal grundsätzlich vereinbar ist. Also sowas gab es, hatte ich ja auch schon angesprochen, ne? Also selbst in einer extrem antikommunistischen Militärdiktatur wie Südkorea, wo jetzt wirklich niemand sagen würde, das wäre irgendwas Linkes oder Fortschrittliches gewesen oder so, gab es ja in den 60ern und 70ern gab es sowas Ähnliches, also so eine indikative Planung und Planungsministerien und sowas. In Frankreich auch unter Pompidou und so weiter. Genau. Ein Punkt will ich jetzt aber, also einen etwas wichtigeren Punkt will ich jetzt zu der Frage noch sagen. Und zwar, ich glaube, wir sollten darüber reden, was die KP Chinas mit Sozialismus meint, weil das war ja eure Frage. Unterstützt das den Übergang zum Sozialismus? Also, das ist nämlich eine Frage, die sehr selten in der Diskussion vorkommt, meines Erachtens. Was meint die KP Chinas eigentlich damit? Es gibt ja ganz verschiedene Begriffe von Sozialismus. Also, keine Ahnung, auch im Programm der SPD steht immer noch, dass sie den demokratischen Sozialismus haben wollen. Und da ist natürlich nicht das marxistische Verständnis von Sozialismus gemeint, sondern sowas wie irgendwie so ein Ideal der sozialen Gerechtigkeit,
Und dann gibt es auch noch das Verständnis, was ich eben schon gesagt hatte, also Sozialismus ist alles, was der Staat macht oder so. Und der marxistische Begriff von Sozialismus ist natürlich was ganz anderes. Also das ist also die erste Stufe der kommunistischen Produktionsweise, das heißt unfertiger Kommunismus sozusagen. Also wir reden über bestimmte Produktionsverhältnisse, nicht über ein Ideal oder sowas. Und diese Produktionsverhältnisse, also der Kern davon, die grundlegende Gesetzmäßigkeit ist ja, dass die Produktion und Verteilung eben nach einem gesellschaftlichen Plan bestimmt wird. Und jetzt natürlich die Frage, welchen dieser Begriffe hängt die KP Chinas an? Ich kann schon mal verraten, welches nicht ist, nämlich der marxistische. Also das würde ich wirklich sagen, dass es der am allerwenigsten ist. Also wenn man, ich habe wirklich mal versucht, in den Dokumenten der KP Chinas zu finden, was sie eigentlich mit Sozialismus, mit chinesischen Charakteristika meinen, weil sie das wirklich, also ich habe es zumindest nicht gefunden, nicht wirklich explizit definieren, was sie damit meinen. Implizit sagen sie aber das natürlich, sagen sie das natürlich sehr eindeutig, was das beinhaltet. Also das ist schon, kann man schon sehr gut daraus lesen. Nämlich, ja, im Wesentlichen die Entwicklung der Produktivkräfte. Und zwar natürlich unter der Führung der Partei, dem Ziel der Stärkung des Staates, auch mit dem Ziel der Verbesserung des Lebensstandards. Aber es geht um Entwicklung der Produktivkräfte, nicht um bestimmte Produktionsverhältnisse. Das ist schon ein sehr, sehr wesentlicher Unterschied zu dem marxistischen Verständnis von Sozialismus. Also im Wesentlichen ist das ein Programm der aufholenden, vielleicht kann man sagen, ein Programm der überholenden kapitalistischen Entwicklung, wo der Staat eben auch eine steuernde und lenkende Rolle einnimmt. Da muss man allerdings auch dazu sagen, das ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Ne? Das ist bei diesen ganzen staatlichen Entwicklungsprojekten, zumindest wenn sie erfolgreich waren, fast immer so gewesen, dass der Staat da so eine Rolle gespielt hat. Also Singapur, Taiwan, auch Japan übrigens natürlich etwas früher, auch in Frankreich gegenüber Deutschland und so weiter. Auch in Russland heute übrigens. Also das ist natürlich auch logisch, ne? Weil wenn man jetzt einen stärkeren Rivalen hat und gegenüber dem ökonomisch aufholen will oder einen Weltmarkt, wo man in einer schwächeren Position ist, dann setzt man natürlich nicht auf Freihandel, weil dann wird man da platt gemacht, sondern dann nutzt man den Staat, um sein Kapital so weit aufzubauen, bis es die Konkurrenz aushält. Also das ist das, was die KP Chinas mit Sozialismus meint, meines Erachtens. Und so ist das übrigens auch gemeint, wenn die KP Chinas sagt, bis 2049 soll China ein modernes sozialistisches Land sein. Das will ich nochmal betonen, weil es gibt ganz viele Leute in Deutschland, die denken irgendwie, das ist so ein ganz, ganz komischer Mythos, der kursiert, dass die chinesische KP irgendwie gesagt hätte, 2049 kehren wir zur Planwirtschaft zurück. Das haben die nie gesagt, das ist völlig falsch. Also das würde wirklich, also es sei denn, mir kann jemand eine Stelle zeigen, wo sie das gesagt haben. Aber selbst dann wäre es sehr komisch, weil sie sehr oft sagen, dass sie das nicht damit meinen. Also sie sagen sehr oft das Gegenteil sogar. Also sie sagen, also vielleicht noch das ganz kurz. Ne? Also es wird immer wieder gesagt von Xi Jinping, aber auch von anderen hohen Parteifunktionären, dass dieser Prozess der kapitalistischen Reformen, also der Reform und Öffnung, wie das die KP nennt, dass das unbegrenzt weitergehen soll und dass es auch keine Rückkehr zur Planwirtschaft geben soll. Das hast du ja auch eben zitiert, Flo war es, glaube ich. Also das heißt, ein modernes sozialistisches Land, das ist für die KP Chinas einfach, ja, eigentlich das, was sie jetzt schon haben, nur in modern, also eine entwickelte kapitalistische Wirtschaft, wo dann natürlich noch ein gewisser sozialer Ausgleich noch dabei ist und ein starker Staat unter Führung der Partei. Ja, aber nicht das, was Marx, Engels und Lenin mit Sozialismus gemeint haben. Ich kann mir vorstellen, dass Richard da heftigen Widerspruch hat. Ich würde vorschlagen, dass du versuchst, einen Teil deiner Antwort auch in die nächste Frage einzubauen. Das ist ja nicht ganz getrennt voneinander. Wir gucken mal, wie wir mit der Zeit auskommen. Ja, mir scheint eine Frage noch wichtig. Also eine der wichtigsten Fragen im Blick auf die kommunistische Partei in China ist wohl, welche Rolle spielt die Bourgeoisie, also die Kapitalistenklasse, und inwiefern geht politische Macht von ihr aus, also in der Partei? Also es ist ja wohl schon so, jedenfalls wird das teilweise berichtet, dass große Teile der Privatwirtschaft mittlerweile enge Verbindungen zu einflussreichen politischen Eliten pflegen. Und daraus würde sich dann für mich wieder die Frage ergeben, ob es eigentlich Spannungen und Klassenkämpfe auch innerhalb der Partei gibt. Nun weiß ich, dass einige der Ansicht sind, die KP kontrolliert die Bourgeoisie und nicht umgekehrt. Und die verweisen dann auch wieder darauf, dass unter Xi Jinping die chinesische KP mittlerweile stärker gegen Korruption vorgeht, dass auch einige Superreiche und normale Reiche und Kapitalisten mit Repressionen rechnen müssen, wenn sie nicht nach den Regeln spielen. Und trotzdem kann man sich ja die Frage stellen, also ich stelle sie mal ketzerisch, haben wir es nicht
de facto nicht mehr mit einem Staat der Arbeiter zu tun, sondern vielmehr mit einer Diktatur einer kleinen Minderheit von Parteibürokraten und Teilen der Bourgeoisie. Also die Frage wäre, in dem Zusammenhang muss man nicht längst davon sprechen, dass die Bourgeoisie mit der KP eng verwoben ist, oder ist das eine Fehleinschätzung? Wollte nochmal nur ganz kurz, bevor wir zu der eigentlichen Frage kommen, nochmal sagen. Also es ist klar, dass die chinesische kommunistische Partei sagt ja in ihrer ganz langen Reihe Traditionslinie, die sie im Aufbau Systemmarxismus-Leninismus, auf dem sie stehen. Und Marxismus-Leninismus sagt halt nun mal, dass wir als Ziel haben, die gesellschaftliche Produktion statt einer privaten kapitalistischen Aneignung eine gesellschaftliche Aneignung zu machen. Und das ist die Grundlage, auf der die Kommunistische Partei Chinas steht. Und diesem Ziel kommt sie näher, indem sie nämlich die Vergesellschaftung der Produktion letztlich vorantreibt und die gesellschaftliche Aneignung damit umso drängender macht. Aber wir wissen doch auch, dass wenn die Vergesellschaftung der Produktion, ich spreche von dem ganzen Land, nicht nur von der Ostküste, dass die Vergesellschaftung der Produktion, wenn die nicht gegeben ist, ja, dass du dann also die gesellschaftliche Aneignung schon vorantreibst, dass es dann immer eine Riesenlücke gibt. Ja. Deswegen hat man die Volkskommunen zurücknehmen müssen, ja, weil das schon ein Schritt zu weit war. Ja, dafür war das Hinterland nicht da, man hatte die Traktoren nicht, man hatte die ganze Düngemittelgeschichte nicht und, und. Ja, dafür waren die Voraussetzungen noch nicht gegeben und damit war sozusagen die Volkskommune auch eine Form, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt zentralisieren und zusammenfassen, um diese Einkreisung, um da kollektiv was entgegenzusetzen. Das ist letztlich damit auch nochmal, glaube ich, zu sagen zu mir. Ansonsten zu eurer Frage, also Diktatur der Bourgeoisie, also ich meine, zunächst mal muss man ja festhalten, dass die Arbeiterklasse die Klasse ist, die in China am meisten gewachsen ist. Ja? Das ist die Klasse, die 1949, gibt es unterschiedliche Schätzungen, etwa von 450 Millionen Einwohnern, etwa 8 Millionen, 8 bis 10 Millionen ausgemacht hat. Und von daher natürlich heute eine Arbeiterklasse, die nach meinen Berechnungen also bei 630 Millionen Beschäftigten liegt. Das sind also 81% der Bevölkerung. Mit natürlich, das sind die Übergänge zur Bauernschaft immer noch mal also sehr groß und wir haben diese Wanderarbeiter, wir haben die oder Pendler im großen Stil, wenn man es etwas weniger dramatisch sagen will, wo diese Übergänge natürlich da sind und etwa eine Bourgeoisie von 35 Millionen, das sind etwa 5% der Bevölkerung, ja. Also der erwerbstätigen Bevölkerung, ja, muss ich genauer sagen. Ja. Also es gibt in China nach den Statistiken also noch vor der Pandemie, hat man von 775 Millionen Erwerbstätigen gesprochen. Mit dem Wachstum der Arbeiterklasse wächst natürlich auch also das Potenzial für die kommunistische Partei, ja, die jetzt 96 Millionen Mitglieder hat. Und von denen natürlich die überwiegenden auch aus der Arbeiterklasse kommen. Das ist vielleicht nicht das Industrieproletariat, aber das sind die, die abhängig beschäftigt sind. Ja? Und ich denke auch, dass man solche, also dass solche Leute wie führende Leute wie Xi Jinping oder auch Li Qiang sind Leute, die gearbeitet haben. Ja? Xi Jinping war 7 Jahre verschickt auf die in zur Arbeit auf dem Dorf und Li Qiang, der kommt selber aus einer Bauernfamilie und hat über einige Jahre, viele Jahre als in der Industrie gearbeitet. Also es sind auch von dem Führungspersonal sind es nicht alles also irgendwelche elitäre Leute, auch wenn natürlich der Vater von Xi Jinping jemand ist, der ein Veteran des Befreiungskrieges war, der am Langen Marsch noch teilgenommen hat und so weiter. Also das sind doch nicht
die Eliten, die abgehoben sind, sondern die im Volk groß geworden sind und dort ihren Mann auch gestanden haben in den großen Kämpfen. Die Kapikinas ist ja ist die Partei, unter der das macht ihr Ansehen aus, die Befreiung erreicht worden ist und der Sozialismus in seinen Anfängen aufgemacht ist. Und es ist natürlich klar, dass diese Partei fast alles kontrolliert, inklusive der Wirtschaft, der Politik und so weiter. Und da ist immer die Frage natürlich, wer kontrolliert die Kontrolleure? Das ist auch klar. Und ich denke, dafür gab es und gibt es in der VR China viele Ansätze und auch Erfahrungen, die wir jetzt zum Teil erst mitkriegen. Aber es gibt keine Patentlösung, wie man die Kontrolleure kontrolliert. Also wie ist sozusagen, wie kann sich die Partei selber davor schützen, dass sie, Sanasi sagt natürlich, die ist schon lange im Sumpf. Ich sage, die ist überhaupt nicht im Sumpf, sondern die ist also, die stellt noch mit großem Recht die Frage, wie kann sie sich davor schützen, dass sie in den Sumpf kommt. Und ich denke, dass man dort nochmal deutlich sagen muss, die stellen ganz hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Da wirst du nicht so einfach Mitglied, sondern musst erstmal viele Hürden. Es werden viele Leute befragt, ob du geeignet bist dafür. Du hast eine lange Kandidatenzeit von, ich glaube, einem Jahr ist die in China. Du hast eine Kultur in der chinesischen Partei von Kritik und Selbstkritik. Die ist viel ausgeprägter als es, die gab es vielleicht in der Anfangszeit der Sowjetunion und auch in der Anfangszeit der SED, aber ging dort also dann ziemlich doch verloren. Und wir haben die Kampagnen zur Massenlinie und die von euch angesprochene große, lang andauernde Kampagne gegen die Korruption. Der Xi Jinping spricht auch auf dem 20. Parteitag noch von Selbstrevolution der Partei. Und es gab natürlich in den Erfahrungen der kommunistischen Partei nicht zuletzt die große proletarische Kulturrevolution. Und das ist natürlich auch ein Block in der chinesischen Geschichte, der da steht als Mahnung. Als Mahnung, Leute, wenn die Bourgeoisie, ihr wisst vielleicht von dem Ausspruch, den Mao Zedong damals gemacht hat, wenn jemand fragt, wo ist die Bourgeoisie in unserem Land, sie sitzt mitten in der Partei, stürmt das Hauptquartier und so weiter. Das waren ja die Losungen, die damals also 1966 gang und gäbe waren. Und das steht natürlich im Raum wie ein Elefant. Und ich glaube, dass die Bourgeoisie davor auch also einen gewissen Respekt hat, dem aber nachgeholfen wird. Und diese große Kampagne ist nicht zuletzt auch geleitet worden von der Disziplinarkommission der Partei, also Central Commission for Discipline Inspection. Die kommunistischen Genossen, die Chinesischen, wissen darum und um die Brisanz, denn sie wissen, dass der Sozialismus nicht vom Himmel fällt und sozusagen per Edikt. Ja, das ist so, ich plädiere dort sehr für ein Verständnis für Sozialismus, auch von langen Übergangszeiten, mit denen dort zu rechnen ist. Wir müssen damit rechnen, dass der Sozialismus eine lang andauernde Etappe ist, in der es Klassen- und Klassenkampf gibt. Und die Frage, wer wen, so ist es ja auch von Lenin ausgedrückt worden, noch nicht entschieden ist. Vielleicht noch ein Schmankerl, also die Mao Zedong sagt mal, das wird ja auch an den Parteihochschulen gelehrt und in Schulen, hast du Fehler gemacht, dann korrigiere sie. Hast du keine Fehler gemacht, sei noch mehr auf der Hut. Das ist die Grundlage, auf der die chinesischen Kommunisten agieren und in der sie also auch ihr praktisch dieses Land regieren und nach vorne tragen.
Wer meint, dass in der Volksrepublik China eine Diktatur der Bourgeoisie ist oder meint, dass China ist kapitalistisch oder gar imperialistisch, soll bitte doch nochmal überlegen, ob er nicht von einem eurozentristischen Schablone oder aus der Sicht von 10% Weltbevölkerung spricht, die einen relativ hohen Entwicklungsstand zum Teil auf Kosten der anderen 90% erreicht hat. Bei uns heißt es ja noch zu Recht, sozialistisches Land ist ein sozialistisches Land, wenn die Diktatur des Proletariats herrscht, die Kapitalisten enteignet sind und die Produktionsmittel in Arbeiterhand überführt sind, weil endlich die riesigen gesellschaftlichen Produktivkräfte befreit sind, die vorhanden sind bei uns, ja, von der privaten kapitalistischen Aneignung. Aber im Rest der Welt, da wurde die neue Welt in Russland, China, Vietnam, Kuba und so weiter geboren, nicht aus der Gesellschaft von Überfluss raus, sondern aus Hunger, Elend und bitterer Not. Und so ist Sozialismus in China entstanden, gespickt, wie es der Marx mal ausgedrückt hat, mit den Muttermalen der Kapitalisten, nicht, und zwar nicht nur des Kapitalismus, ja, in China, sondern mit den Muttermalen des Feudalismus, zum Teil noch der Sklaverei. Nicht auf der Grundlage von keine Großproduktion industrielle, sondern Bauernwirtschaft, handwerkliche Kleinproduktion, Kleinhandel, zerrüttetes Verkehrswesen und so weiter. Und ich meine auch, mit so einem überheblichen Eurozentrismus geht einem diese Dimension, die ich schon öfter angesprochen habe, von Ausdehnung und Bevölkerung geht einem etwas aus dem Blick. Ich denke, dass wir bedenken müssen, der Kapitalismus hat 700 Jahre Zeit gehabt, sein System zu entwickeln. Und wir gönnen China noch nicht mal 70 Jahre, um sie unter kommunistischer Führung aus dem Elend herauszuarbeiten. Und das auch gerade wir, die wir noch nicht mal den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden verteidigen konnten. Wir, die wir noch nicht einmal das alteingesessene Monopolherrn- und Grundherrn-Pack auch nur anzutasten in der Lage sind. Ausgerechnet wir bemäkeln das aufblühende China, dass es noch nicht genug Sozialismus zustande gebracht hat. Also das finde ich auch immer ein bisschen zu bedenken, wenn man China kritisiert in seiner Entwicklung. Die viele Mängel hatte, will ich überhaupt nicht. Es ist nicht mein Beruf, China zu verklären und so weiter, sondern mindestens also von dieser Grundlage auszugehen. Ich hätte vielleicht eine ganz kurze Nachfrage zu einem Aspekt vom Anfang deiner Ausführung. Ist es nicht schon auch eine politische Entscheidung irgendwann gewesen, von der KP auch Privatkapitalisten und Teile der Bourgeoisie, also in ihre Reihen aufzunehmen, in ihre Strukturen? Weil es wäre ja ein Kontrollmechanismus zu sagen, bestimmte Kräfte halten wir aus den direkten Entscheidungsgremien der KP draußen. Aber das wurde, glaube ich, nicht so entschieden, sondern umgekehrt. Es wurde Anfang der 2000, es gab da auch eine Auseinandersetzung in der Partei darum, die auch heftig geführt wurde, wie vieles in China, von dem wir gar nichts mitkriegen. Die Auseinandersetzung wurde dann so beendet, dass es Mitglieder in der Partei gibt. Die gehen aber, die müssen sich auch über sich die ganze gleiche Prozedur gehen lassen und müssen im Übrigen auch, also wenn sie Millionäre sind, einen Beitrag entsprechend bezahlen, hohen Beitrag aus ihrem, die sind unter besondere, die sind in der Partei unter besondere Beobachtung. Und von daher ist es für die kein gemütliches Leben in der chinesischen Partei, dort also von vornherein auf Stiefellecker und so weiter zu hoffen, sondern unter Beobachtung. Okay. Ja, Thanasis, die etwas unstrukturiert von mir gestellte Frage geht auch an dich. Ja, okay, ich versuche vielleicht auf ein paar Punkte von Richard auch noch einzugehen. Also erstmal zu diesem etwas identitätspolitischen Argument mit dem Eurozentrismus, also als Europäer darf man dazu nichts sagen und so weiter. Also also das Gleiche, was ich jetzt hier über China sage, das sagen auch Genossen und kommunistische Parteien in Mexiko oder Argentinien oder Pakistan oder auf den Philippinen. Also ich glaube, da das hat wenig damit zu tun, wo man gerade, in welchem Teil der Welt man gerade sitzt. Und vor allem sollte es ja eigentlich um die Argumente gehen und nicht um die um den Hintergrund von jemandem, der da spricht.
Und es geht mir auch nicht darum, das will ich auch nochmal klarstellen. Mir geht es nicht darum zu sagen, ob China jetzt 70 Jahre brauchen darf oder nicht, ob sie da irgendwie das jetzt mir zu lange ist oder nicht, sondern es geht darum, ob das Land in Richtung Sozialismus voranschreitet oder nicht. Und das tut es nicht, meines Erachtens. Ja, ich habe dafür einige Fakten und Argumente genannt. Meines Erachtens hast du die, Richard, hast du die auch noch nicht entkräften können. Was du die ganze Zeit dagegen sagst, ist halt, dass erstens die KP auf der Grundlage des ML steht und zweitens, es ja alles nur lange dauert und sie dem Ziel näher kommen. Aber erstens, also zum ersten Punkt, also die Kommunistische Partei Chinas sagt ja selber, wie gesagt, dass sie die Vergesellschaftung der Aneignung, also das würde ja bedeuten, man geht zurück zu einer Planwirtschaft oder was, also, oder vorwärts zu einer Planwirtschaft, ja, also nicht einfach eine Kopie des Alten, sondern etwas höherer Ebene, dass sie das nicht will. Das sagen sie ganz explizit. Sie sagen auch explizit, dass die Rechte des Privateigentums unveräußerlich sind und unantastbar sind. Der Marxismus-Leninismus, das stimmt, dass der im Statut der Partei und in den Reden hin und wieder immer genannt wird, neben 10 anderen Sachen, den Xi Jinping-Gedanken, den 3 Vertretungen und so weiter, was da sonst noch alles kommt. Das zeigt auch schon so ein bisschen, was das ist, nämlich eine völlig leere Floskel. Also es wird auch nie irgendwo gesagt, was das bedeutet eigentlich, was Marxismus-Leninismus bedeutet. Es wird immer nur aufgezählt. Neben 6, 7, 8, 9, 10 anderen Begriffen, die irgendwie die Ideologie der Partei repräsentieren sollen. Und letzten Endes ist der Kern von all dem ist die Produktivkraftentwicklung und nichts anderes. Die KP Chinas kommt dem Ziel der Vergesellschaftung, der Aneignung näher, sagst du. Aber wenn das so ist, dann kommt jeder kapitalistische Staat diesem Ziel näher, weil du hast ja gesagt, allein dadurch, dass sie die Produktivkräfte entwickelt, kommt sie dem Sozialismus näher. Aber das ist doch Unsinn. Also Entwicklung der Produktivkräfte ist doch kein Sozialismus. Der Sozialismus kommt auch nicht von selbst durch die Entwicklung der Produktivkräfte. Der kommt nur durch die Revolution. Er kommt nur, wenn die Massen unter Führung der kommunistischen Partei sich entscheiden, die Kontrolle darüber zu übernehmen. Das haben sie in China gemacht und sie haben die Kontrolle wieder verloren. Also man muss die Produktionsmittel immer noch vergesellschaften. Das heißt, also die vergesellschaften sich nicht von selber dann. So, damit zur Frage der KP. Kontrolliert die KP die Bourgeoisie oder umgekehrt? Ich finde diese Frage eigentlich falsch gestellt. Also ich finde, das ist eine falsche Alternative. Denn die Kommunistische Partei Chinas, die ist ja ein Teil des Staates eigentlich. Also die ist Teil der Staatsapparate. Und die Staatsapparate oder der Staat hat in jedem kapitalistischen Land natürlich eine gewisse Autonomie, also in dem Sinne, dass nicht einfach die Konzernvertreter alleine in der Regierung sitzen. Das geht ja auch gar nicht, weil das sind zu viele. Die können nicht, also die Kapitalistenklasse kann nicht unmittelbar regieren. Das gibt es natürlich in Einzelfällen, ne? Aber das ist ein sekundäres Phänomen dann. Sondern genau, es gibt eine gewisse Autonomie, das heißt, der Staat verfolgt langfristige Entwicklungsziele im Interesse der gesamten Klasse. Und das ist in China natürlich auch so. Also der chinesische Staat ist von seinem grundsätzlichen Klassencharakter her eben ein kapitalistischer Staat, weil sein Staatsziel die kapitalistische Akkumulation, die kapitalistische Modernisierung, die Entwicklung der Produktivkräfte unter Bedingungen des Privateigentums ist. Woran macht sich jetzt dieser bürgerliche Klassencharakter des chinesischen Staates fest? Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die man dann beantworten muss. Und ich glaube, es gibt eigentlich 2 Aspekte dieser Frage, die aber miteinander zusammenhängen. Das ist einmal natürlich die Frage, die ich gerade schon angeschnitten habe. Also, was ist eigentlich der Charakter der Politik des Staates? Und zwar, damit meine ich sowas wie die Staatsraison, also die grundsätzliche Ausrichtung der Politik des Staates. Und da muss man in der Regel auch nicht Kaffeesatz für lesen, sondern das kann man bei jedem bürgerlichen Staat relativ leicht herausfinden, schon alleine, wenn man sich anguckt, was die Staatsführung selber sagt. Und das ist in China tatsächlich genauso. Also, das hatte ich ja eben schon gesagt, also wenn man Xi Jinpings Reden durchliest oder auch offizielle Dokumente der Partei und sowas, dann wird das schon ziemlich klar, worum es da geht. Also da geht es eigentlich immer noch um die Theorie von Deng Xiaoping, der schon Anfang der 80er ziemlich klar gesagt hat, Sozialismus heißt eben nicht mehr Planwirtschaft. Marktwirtschaft ist mit Sozialismus problemlos kompatibel. Und der Kern des Sozialismus, und das sagt er wirklich ziemlich eindeutig so, ist das Wachstum der Produktivkräfte. Aber das ist natürlich falsch. Also der Sozialismus, der fördert zwar die Produktivkräfte, aber er ist ja bestimmt durch andere Produktionsverhältnisse und nicht durch die Produktivkräfte. Ich habe ja nicht Sozialismus, weil ich auf einmal irgendwie Smartphones bauen kann, ne? Also, das ist wirklich, da wird wirklich das marxistische Verständnis eigentlich vom Kopf, wie sagt man, von den Füßen wieder auf den Kopf gestellt.
Und das ist halt die Theorie, der die KP Chinas bis heute folgt. Deswegen sagen sie nebeneinander von privatem und staatlichem Kapital und so weiter. Der Markt als entscheidender Mechanismus zur Regulierung der Ökonomie, das sagt die KP Chinas selber. Ja, das haben sie, ich glaube, 2013 auf dem, ich weiß nicht, ob es Parteitag war, ich glaube, es war ein ZK-Plenum, wo sie das als so grundlegende neue Richtung festgehalten haben, dass der Markt die entscheidende Rolle spielt bei der Regulierung der Produktion. Und vorher war es eine andere Formulierung, vorher hieß es eine grundlegende Rolle. So, genau. Und jetzt ist es die entscheidende. Also die sagen schon selber, das Entscheidende ist der Markt und nicht irgendwie die Planung und auch nicht die Partei oder sowas. So, und die andere Frage für den Klassencharakter des Staates ist ja die, welche Klasse in dem Staat eigentlich konkret ihre Herrschaft organisiert. Und jetzt sagen natürlich einige, wie jetzt Richard sicher auch, dass es die Arbeiterklasse ist, weil die KP regiert. Ich finde das aber sehr oberflächlich und vor allem auch falsch, weil es natürlich impliziert, dass die Partei weiterhin die Partei der Arbeiterklasse ist. Aber wenn ihr Programm vor allem in der Akkumulation von Kapital besteht, dann ist das so ein bisschen fragwürdig. Wenn seit 2001 die Kapitalisten in der Partei zugelassen sind, und das ist ja nicht so, als hätten sie da keine, würden sie da keine Rolle spielen, ja. Zum Teil sind die Leute in der Parteiführung. Also, okay, ich versuche mich kurz zu halten. Wen Jiabao zum Beispiel, also der ehemalige Premierminister, da hat man geschätzt, dass seine Familie ein Vermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar hat. Bei Xi Jinping gibt es, weil du, das fand ich ein bisschen lustig, dass du gesagt hast, das ist so ein Mann aus dem Volk. Also ja, ursprünglich schon, ne? Aber seine Familie, also vor allem seine Geschwister, da gibt es auch Schätzungen, weil die Anteile an verschiedenen Unternehmen haben, wie zum Beispiel an Bergbauunternehmen und Immobilienkonzernen und sowas, dass die ein Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar umgerechnet haben. Es gibt einige der reichsten Kapitalisten, sind KP-Mitglieder, sind ja auch bekannt, zum Teil Jack Ma, Ma Huateng und so weiter, der Schweinekönig Qin Jingling, der CEO von Huawei und so weiter, die sind alle Mitglieder der Partei. Und ja gut, jetzt kann man da beruhigt sein, weil die immerhin einen hohen Mitgliedsbeitrag zahlen, hast du ja gesagt. Aber tut mir leid, also das ist doch unsinnig. Also es ist doch unsinnig zu sagen, die bringen da ein Opfer. Nein, das tun sie nicht. Die sind da, weil sie dadurch Verbindungen kriegen. Das ist auch völlig gut dokumentiert, dass man nur in die Top-Schicht des Monopolkapitals aufsteigt, mit Hilfe der Partei. Und natürlich ist das gut, wenn man da in der Partei sitzt und die staatliche Politik kennt oder die Politiker kennt und einen direkten Draht zu denen hat. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, ich hoffe, ich kann das noch sagen. Es gibt natürlich auch Lobbyismus in China. Ja, also es gibt Lobbying in China, das funktioniert grundsätzlich ziemlich ähnlich wie in westlichen Ländern. Legaler Lobbyismus, das ist ein wichtiges Mittel, mit dem das Kapital in China die Durchsetzung seiner Interessen über den Staat absichert. Das machen private Unternehmen genauso wie Staatsunternehmen, was übrigens auch ein Hinweis auf den Charakter der Staatsunternehmen ist. Das hatte ich eben auch schon mal gesagt. Das heißt, die Unternehmen, vor allem die Großen, sind in den Gesetzgebungsprozess über Anhörungen eingebunden und so weiter. Die sind in der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Entschuldigung, sind die institutionell eingebunden. Die sitzen da drin und also die reden mit darüber, welche Gesetze geschrieben werden wollen. Und es gibt auch Studien darüber im Übrigen, dass das Lobbying auch relativ erfolgreich ist. Also wenn es um manche Privatisierungen geht, wenn es um die Währungspolitik geht und so weiter, dass das Kapital in China da es durchaus schafft, seine Interessen durchzusetzen. Ich werde das übrigens alles in meinem Artikel, der ja schon angekündigt wurde, noch viel ausführlicher darstellen. Also falls Leuten da jetzt die Belege fehlen oder so, das kommt dann natürlich alles noch. Also man kann wirklich zusammenfassen, dass der chinesische Staat und die KP, die ein Apparat dieses Staates ist, doch wirklich einfach ein Herrschaftsverband des Kapitals ist und der Kern seiner Staatsräson darin besteht, ein kapitalistisches Wirtschaftswachstum zu organisieren. Ich will nur mal zu der Aufzählung von den Genossen oder Nichtgenossen, auf jeden Fall diesen Milliardären sagen, zu dem Thema Wen Jiabao. Ja, das war ja schließlich mal Ministerpräsident von der Volksrepublik China. Das ist eine Story, die geistert ja immer noch rum. Das ist eine Sache, die, ich meine, 2005 oder irgendwann von der New York Times kolportiert wurde. Daraufhin gab es eine große Untersuchung. Wen Jiabao hat, der auch Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros war, hat daraufhin verlangt, dass es eine Untersuchung gibt,
Und er ist in vollem Maße also rehabilitiert worden. Also ich weiß nicht, gut, man kann immer sagen, das sind ja alles Komplizen und jeder hat so viel Dreck am Stecken und die Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber dass es auch von der New York Times solche Enthüllungen gibt, in Anführungszeichen, und dass das auch also gemeint auch natürlich für das amerikanische Publikum, insbesondere das Linksliberale, gedacht ist, den man dann das entsprechend serviert, um zu zeigen, also die Chinesen sind doch keine Alternative, da schaust du, überall ist das alles Vetternwirtschaft und Korruption. Also das bitte ich nur mal, also vielleicht auch in deinem Artikel nochmal zu überprüfen, wie die Sache, also wenn Jabau dann kommt, also das sollte man wenigstens, also solche Dinge sollte man doch vermeiden. Ich will nur noch mal also eins dazu sagen, also die, ich glaube, die riesigen Errungenschaften, die in China erreicht wurden, also dass 700 Millionen aus der Armut geholt wurden, die bestreitet auch Thanasis nicht. Also ich denke, dass es in China inzwischen Sozialsystem gibt, dass du in China, dass die Reallöhne gravierend gestiegen sind in unvorstellbaren Größenordnungen. Also mich wundert bei dieser ganzen Dynamik, dass man das unterstellt, es sei von einem imperialistischen oder kapitalistischen Staat erreicht worden. Wenn ich mich bei uns, also da reibe ich mir doch etwas die Augen. Ja? Selbst bei den imperialistischen Großmächten, die viele Länder ausplündern und sich mästen, zeigen sich doch die Phänomene von Verarmung auf breiter Front. Also ich weiß nicht, wo wir leben. Also in Deutschland, wir haben also fast 20%, also die unter der Armutsgrenze lebende Bevölkerung. Das ist eine Geschichte, die wir haben Verfall der Infrastruktur, wir haben Verschlimmerung der Umweltbedingungen. Und das alles noch viel schlimmer in den vom Imperialismus abhängigen Ländern, also sogenannte Entwicklungsländer. Ja. Und in China, ja, die holen aus der Armut raus, die machen alles. Also, und das sagst du, oh, das ist doch nur Produktivkraftentwicklung. Denen geht's doch gar nicht um die Leute. Ja, wenn es dem Sozialismus dem geht es um die Leute, dem geht es um die Menschen, es geht es um die Arbeiterklasse, um die Werktätigen, dass die besser leben. Und dazu ist die Produktivkraftentwicklung, die du so ein bisschen verächtlich also hier angehst, dafür ist die Produktivkraftentwicklung das Mittel. Ich wollte das nur noch mal also ganz kurz dazu erwidern, was Thanasis da abgelassen hat. Ich weiß nicht, ob du da noch mal was zu sagen willst. Also vielleicht muss man noch mal sagen, es ist ja tatsächlich in der Tat so, dass China ja menschheitsgeschichtlich einmalige in den Dimensionen Fortschritte macht, was den Aufbau eines Sozialversicherungssystems angeht, also Gesundheitsversorgung, Rentenversicherung. Du hast die Zahlen, Richard, schon erwähnt, der Bekämpfung der absoluten Armut. Das ist eine Tatsache und auch darüber wird ja unter Marxisten debattiert, also wie das Ganze einzuordnen ist, also dass es erstmal positiv ist, dass es Menschen einen höheren Lebensstandard haben, ist, glaube ich, unstreitbar. Nur sagen einige, dass das natürlich auch möglicherweise der Notwendigkeit eines modernen kapitalistischen Staates geschuldet sei, der die wahre Arbeitskraft nicht völlig vor die Hunde gehen lassen will und sich auch in seinem Inneren keine sozialen Aufstände erlauben möchte. Das ist eine Argumentation. Andere würden sagen, nein, genau das ist eben Ausdruck der politischen Zielsetzung der Kommunistischen Partei Chinas. Also das ist so die Gemengelage, in der das diskutiert wird. So habe ich die Debatten wahrgenommen. Und dazu würden wir gerne nochmal, wenn ihr möchtet, Argumente hören. Ja. Ja, vielleicht können wir uns ja beide kurz halten tatsächlich. Also ja, also dass das historisch einmalig ist, das stimmt natürlich nur in Bezug auf die absoluten Zahlen, aber das liegt natürlich auch daran, dass China das bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Also das ist natürlich, man kann auch in wenigen Ländern 700 Millionen Menschen aus der Armut holen, weil es in den meisten Ländern weniger Einwohner gibt. Ne? Also ansonsten ist das natürlich nicht einmalig. Also in den sozialistischen Ländern war natürlich die
die Steigerungen beim Lebensstandard noch viel größer. Und auch gerade, also was den Aufbau von Systemen der sozialen Sicherung angeht, war das eine völlig andere Nummer als das, was jetzt in China passiert, weil das ist in China nach wie vor sehr, sehr lückenhaft und auch oft den formellen Sektor beschränkt in den Städten und so weiter. Ansonsten, also vielleicht nochmal grundsätzlich dazu. Also natürlich ist das so, wie du das auch schon gesagt hast, ne, dass für einen modernen Kapitalismus, falsches Wort, also für einen Kapitalismus, der ein bestimmtes Niveau der Produktivkräfte und der Vergesellschaftung der Arbeit erreicht hat, ne, da braucht man natürlich, es hat bestimmte Anforderungen an die Arbeitskraft und man kann nicht den Arbeiter einfach so vor die Hunde gehen lassen. Das passiert auch in Deutschland nicht. Das passiert zwar mit einem kleinen Teil der Arbeiterklasse in Deutschland, dass die dann, also wo das dann sozusagen für den Kapitalismus egal ist, wenn die obdachlos bleiben, aber sowas wie der Aufbau eines Bildungssystems und eines Gesundheitssystems zum Beispiel oder bestimmte hygienische Standards in den Wohnsiedlungen und so, das macht schon aus Sicht des Kapitals auch Sinn. Und was die Lohnerhöhungen angeht, die werden natürlich auch erkämpft, ne? Also es gab jetzt in den 2000er und 2010er Jahren enorme Klassenkämpfe in China, sowohl auf dem Land als auch in den Städten, wo natürlich auch die Unternehmer dann zu gewissen Zugeständnissen gezwungen wurden und wo aber die KP Chinas keineswegs diese Kämpfe auf der Seite der Arbeiterklasse angeführt hat oder so, ganz im Gegenteil. Also entweder war sie sozusagen neutral, so eine Vermittlungsinstanz zwischen Kapital und Arbeit, oder sie stand auf der Seite des Kapitals. Da gibt es ja sehr viele Beispiele dafür, wo dann auch die Polizei eingesetzt wurde und die Demonstranten bekämpft hat und so weiter. Vielleicht nur das nur dazu, ne? Und natürlich gibt es auch andere Beispiele dafür, wie kapitalistische Entwicklung schon zu einer Erhöhung des Lebensstandards geführt hat. Aber natürlich immer mit einem großen Aber. Aber wenn wir uns ansehen, wie der Lebensstandard der Arbeiterklasse in der industriellen Revolution war in Deutschland, wie er jetzt ist, dann werden wir da doch auch einen Unterschied feststellen, glaube ich. Also einen ziemlich großen sogar. Also das ist doch überhaupt kein Argument, jetzt zu sagen, deswegen ist das Sozialismus oder deswegen kann das kein Kapitalismus sein, nur weil es da bestimmte Verbesserungen des Lebensstandards gegeben hat. Also ich kann nur sagen, also das ist so von oben herab, wieder also rein geblasen, dass ich wundere, also mit wem vergleichst du die Volksrepublik China? Mit der industriellen Revolution in den kapitalistischen Ländern, in den Kernländern, in denen sie sich entwickelt hat, also Deutschland, England, Frankreich und so weiter? Oder vergleichst du vergleichst du es mit den Entwicklungsländern, mit dem großen Süden, Afrika und so weiter? Also, und es ist klar, die andere Seite, was wir in den imperialistischen Ländern haben, ist in zunehmendem Maße ja auch an einer Seite die Entwicklung von Produktivkräften, auf der anderen Seite auch die Hemmung von Produktivkräften, dass gar nichts mehr entwickelt wird, weil es keinen Profit mehr bringt. Das sind doch alles Dinge, die wir also unter Fäulnis und Degeneration des Imperialismus haben. Und und die wir ja auch als Kommunisten immer wieder anprangern. Und demgegenüber hat ja China dort eine ganz andere Genese, ganz andere Entwicklung. Und es ist klar, dass die auf ihrer Grundlage jetzt diese Entwicklung nachholen, die man also vor 250 Jahren also in unter ganz anderen Bedingungen also hier bei uns gemacht hat. Also von daher bitte ich doch da also nochmal eine deutliche Geschichte machen. Was mir alle die Kritiker von China und der chinesischen Entwicklung und also des Kapitalismus und so weiter schuldig sind, ist meines Erachtens also, wie diese Änderung im Klassencharakter der Volksrepublik passiert ist. Also jedenfalls, es war über eine lange Zeit im sozialistischen Lager anerkannt, dass China den sozialistischen Weg geht, dass der Sozialismus aufgebaut wird. Es war unbestritten. Wann hat es denn die Konterrevolution gegeben? Ja? Und da bitte ich doch auch mal, also nochmal zu bedenken, was für eine Konterrevolution, was, wie, was, also wie sowas
gegangen sein muss, gerade nachdem wir inzwischen ja wissen, was Konterrevolution in der Sowjetunion, in der DDR und so weiter geheißen hat. Ja. Das sind doch also, da geht es doch nicht um Frage also von Privatisierung und Ähnliches, sondern da ging es doch um die Zerschlagung der kommunistischen Parteien, da geht es um Bestrafung und Ermordung von Führern der Partei. Also ich denke noch, wenn man Honecker, wenn man die Filme sieht, wo Honecker hier abgeführt wurde, wo es ganze Staaten zerschlagen hat, wie die DDR und Jugoslawien und schließlich also auch die CSSR. Ja, es ging um Zerschlagung von ganzen Staatenbündnissen, Warschauer Pakt, es geht um die Zerschlagung von RGW und so weiter. Und das ist doch in China so rüber nicht passiert. Das ist Kontra. Doch, natürlich. Es gab doch. Das ist eine, und im Gegenteil, China ist das einzige oder eins der wenigen sozialistischen Länder, die diese Konterrevolution zurückgeschlagen haben und den dieser geplanten bunten Revolution, also am Tiananmen, kurz vor Besuch noch von Gorbatschow, den Saft abgedreht haben, um es mal deutlich zu sagen. Also natürlich, also das hat natürlich einen anderen Verlauf gehabt als in der Sowjetunion, das ist schon richtig. Und es hat sozusagen keine Umbenennung des Staates gegeben, auch keine Zerschlagung des Staates als Apparat. Es hat eine Änderung des Klassencharakters gegeben und stattgefunden hat das vor allem in den 80er Jahren und vielleicht noch in den frühen 90ern. Es ist jetzt auch nicht so einfach, da genau zu sagen, wann da jetzt der Umbruch, in welchem Datum das war, das geht natürlich nicht. In den 90ern gab es ja dann noch die großen Privatisierungen. Und natürlich gab es auch einen Wechsel der Führung und also auch eine Bestrafung von Führern. Also nach dem Tod von Mao Zedong war ja erstmal die sogenannte Viererbande am Drücker und die wurden dann abgesetzt, die wurden auch verurteilt und eingesperrt. Ich meine auch zum Teil hingerichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Damit will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass die richtige Linie hatten, ne? Aber natürlich gab es da einen Umbruch und auch einen, ja, also auch eine Abrechnung mit den Leuten, die für die alte Linie der Kulturrevolution standen. Ja, die Konterrevolution auf ökonomischer Ebene hat dann dadurch stattgefunden, dass die Betriebe in Volkseigentum privatisiert wurden, dass der Markt zum entscheidenden Regulierungsmechanismus gemacht wurde, die Planwirtschaft abgeschafft wurde, die Volkskommunen aufgelöst wurden und so weiter und so fort. Das war die Konterrevolution in China. Genau, so wir sind jetzt am Ende sozusagen der Diskussion angelangt und da haben wir uns gedacht, dass jetzt auch ein Zitat von Ernst Thälmann ganz passend ist zur Abschlussfrage. Und zwar gab es das Zitat, die Haltung zur Sowjetunion ist für uns nicht bloß eine Frage des Anstands, sondern eine Frage des Klassenkampfs, eine Frage des Kampfes für die sozialistische Weltrevolution, Zitat Ende. Und daran anschließend die Frage an euch beide, also was meint ihr eigentlich, was sagt die Haltung zur Volksrepublik China heute über Kommunisten aus? Fällt erstmal an Richard die Frage. Ja, es gibt ja von Thälmann und von daher nochmal einen besonderen Gruß nach Hamburg und in diesem Jahr des Hamburger Aufstands. Es gibt nochmal diesen schönen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe: Die entscheidende Frage der internationalen Bewegung ist die Stellung zur proletarischen Diktatur in der Sowjetunion. Proletarischen Diktatur in der Sowjetunion. Hier scheiden sich die Geister und sie müssen sich scheiden. Die Stellung zur Sowjetunion entscheidet auch über die Frage, zu welchem Lager man gehört, zum Lager der Revolution oder zum Lager der Konterrevolution. Aus meiner Sicht waren das damals Festlegungen, die vom Führer einer Massenpartei wie der KPD getroffen wurden und vor dem Weltforum der kommunistischen Bewegung. Heute finden die Debatten in kleinen Zirkeln statt, kaum beachtet. Das sind dann Verdammungen, umso leichter, aber auch umso wirkungsloser. Also wer ist jetzt, der ist für China, der ist gegen China, der ist für sozialistisches China, der sagt, das ist kapitalistisch, da ist natürlich die Verdammung leicht, und aber es juckt relativ wenig. Dennoch finde ich, dass die Debatte wichtig ist, ob China sozialistisch ist oder kapitalistisch, denn wie man sich entscheidet, ob und wie wir uns zu den Eingreisungsversuchen, die ich sehe, durch den Imperialismus gegenüber China verhalten, wie wir uns zu den sogenannten Dissidenten verhalten, die es in China ja gibt, Ai Weiwei und wie sie alle heißen,
wie wir zur Desinformationspolitik von Monopolmedien, zum Gegeifer von Baerbock, Bütikofer, auch einer von den großen China-Fressern, oder Lanz, wie wir uns dazu stellen, wie zu der Einmischung in die inneren Angelegenheiten, wie wir uns zum deutschen Imperialismus verhalten. Das ist für mich das Entscheidende letztlich. Und die Entscheidung in dieser Frage legt uns fest, also wie wir uns zu China stellen, ob wir China aktiv verteidigen oder vielleicht sagen, es ist wie bei Russland alles, wir müssen da auf Äquidistanz gehen. Also die unseren sind so schlimm wie die in China. Also das wäre für mich die entscheidende Frage eigentlich, um die es geht. Und wenn wir uns darüber einig würden, wäre ich schon heilfroh. Die Entscheidung in dieser Frage würde uns dann festlegen, ob wir China aktiv verteilen, Solidarität mit China üben, wie wir es mit Kuba machen, ob wir uns über den deutschen Imperialismus entgegenstellen bei seiner Versuche, die Volksrepublik zu destabilisieren, ob wir den Konzernen hier auf die Finger schauen, welche Löhne sie in China zahlen und welche Arbeitsbedingungen sie in China dort waren, welche Verträge sie mit ihren chinesischen Geschäftspartnern haben, was sie für die Kommunen in China leisten, bei denen sie als Gäste ja sind und so weiter. So finde ich, sie legt uns auch fest, wenn wir uns für China positiv stellen, ob und wie wir der imperialistischen Kritik am Sozialismus entgegentreten. Davon will ich nur zwei Ansätze, das ist vielleicht zum Schluss noch ganz interessant. Der eine Ansatz, es sind doch die, die sagen, furchtbar, dieser Sozialismus, der das Privateigentum vernichtet und damit die Initiative, die Eigenverantwortlichkeit, die Innovationskraft und was sonst noch alles ins Privateigentum hineingeheimnist wird. Und das ist, hat doch auch in China immer stattgefunden. Und das ist dieser Sozialismus, der alles, also übrig, alles Übel dieser Welt, in dem sich das konzentriert. Ja, das steht der Staat des Bösen und so weiter. Der andere Ansatz, der ist ja eher so sozialdemokratisch auf linksliberales Publikum gemünzt, sagt, oh weh, das ist doch gar kein Sozialismus in China. Zumindest kein richtiger, das ist ja auch die MLPD, die dann so der wahre Sozialismus, das dann immer nochmal so runterklopft, bei dem es allen gut geht, ja, alle die gleichen Voraussetzungen haben, Mensch und Natur im Einklang leben und so weiter. Und das, was wir vielleicht mal im Kommunismus erreichen werden, musste eigentlich jetzt schon im Sozialismus, wird dann im Sozialismus eingefordert und das von einem Sozialismus, der sich durchbeißen muss, gegen immer mächtiger werdende und immer noch mächtigen Imperialismus. Von daher denke ich, kann das wichtig sein, wie wir uns für China, wie wir uns zu China stellen, in welcher Schärfe wir gegen den Hauptfeind im eigenen Land uns stellen und dafür eintreten. Denn wenn wir ihnen das Feld gegen China überlassen, dann werden sie uns mit dem Chauvinismus, mit den blauen Ameisen, mit der gelben Gefahr, werden sie uns wieder in die Scheiße treiben. Ja, also natürlich ist das schon richtig, dass die Frage der Haltung zu China eine Gretchenfrage ist, ne? Also eine wichtige Frage des Klassenkampfs ist, so wie früher, in gewisser Weise vielleicht so wie früher die Haltung zur Sowjetunion war, würde ich das eben genau umgekehrt sehen. Also die Kommunisten zur Zeit von Thälmann haben natürlich den Sozialismus in der Sowjetunion verteidigt und auch, weil das Teil des internationalen Klassenkampfs war und damit auch Teil des nationalen Klassenkampfs. Also die revolutionäre Haltung gegenüber allen kapitalistischen Staaten und dementsprechend auch gegenüber allen sozialistischen Staaten war natürlich ein wesentlicher Teil der kommunistischen Politik damals und das ist es heute auch. Nur was bedeutet das, wenn China kapitalistisch ist? Wie meines Erachtens, also das habe ich glaube ich schon argumentiert, warum ich das so sehe. Ich glaube, dass es für Kommunisten heute keine guten bürgerlichen Staaten geben kann, die man unterstützen kann. Und das hat auch nichts mit Antiimperialismus zu tun oder sowas, wenn man Staaten unterstützt, die einfach innerhalb des imperialistischen Systems eine höhere Stellung anstreben. Sondern was für mich Antiimperialismus bedeutet, ist der Kampf der Arbeiterklasse für den Sturz des Kapitalismus in jedem Land. Das ist der einzige Antiimperialismus. Es gibt auch keinen anderen. Also so, das erstmal vielleicht zur grundsätzlichen Frage der Strategie sozusagen. Und China ist nun mal ein kapitalistischer Staat. Das ist ein Staat, der viele der größten Monopole der Welt repräsentiert. Also 2021 kamen zum Beispiel
135 der 500 größten Monopole der Welt aus China, laut dem Fortune Magazine. Und das sind mehr als aus jedem anderen Land. China ist außerdem auch einer der Hauptkapitalexporteure der Welt. Ja? Da konnten wir auch noch nicht drauf eingehen. Also nur die USA haben einen deutlich höheren Kapitalexport noch. Ich glaube, Japan liegt noch leicht drüber, aber es ist eine gleiche Größenordnung. Das heißt, das chinesische Kapital, das beutet nicht nur die chinesische Arbeiterklasse aus, sondern auch die von Ländern auf der ganzen Welt. Sogar in den Zentren des imperialistischen Systems, das gibt es ja sogar in Deutschland, dass da chinesische Unternehmen die Arbeiterklasse ausbeuten. Und natürlich müssen wir gegen die dann auch kämpfen. Und wenn man natürlich auf der ganzen Welt Investitionen hat, so wie das die chinesische Bourgeoisie hat, natürlich muss man die dann auch absichern. Und das, wie das passiert, das kennen wir ja. Also kennen wir von anderen imperialistischen Staaten, also führenden imperialistischen Staaten, die Möglichkeit dazu haben. Und das wird auch in den White Papers des Verteidigungsministeriums der Volksrepublik China übrigens ziemlich offen ausgesprochen, dass sie sagen, die Volksbefreiungsarmee hat ein wesentliches Ziel, als wesentliches Ziel die Absicherung von Vermögen und Investitionen im Ausland, in Übersee. Das sagen die ganz offen. Ne? Also das ist, ich sehe da also keinen Unterschied, was den Klassencharakter angeht, zu Deutschland, den USA oder auch kleineren Ländern, die auch innerhalb des imperialistischen Systems agieren. So, und was bedeutet das jetzt? Wenn Kommunisten gegenüber diesem Kapital und diesem Staat eine positive oder, ich sag mal, tolerante Haltung einnehmen, bedeutet das nicht, dass man die Ausbeutung der Arbeiterklasse akzeptiert, die da stattfindet? Bedeutet das nicht sogar, dass man auch den Klassenkämpfen, die gegen diese Kapitalisten geführt werden, beispielsweise gibt es ja in Piräus, was von einem chinesischen Konzern, also der Hafen von Piräus, der da aufgekauft wurde, gibt es ja seit langem die Auseinandersetzung der klassenorientierten Gewerkschaften mit dem chinesischen Konzern. Fallen wir denen nicht in den Rücken, wenn wir den chinesischen Staat unterstützen, der hinter diesem Konzern steht letzten Endes? Was bedeutet das für den Kampf um den Sozialismus in Deutschland? Das ist die nächste Frage. Ja? Also wenn man eines der mächtigsten imperialistischen Länder der Welt, eines der mächtigsten kapitalistischen Länder, in dem die Arbeiterklasse ausgebeutet wird, als sozialistisch bezeichnet oder Staatseigentum im Kapitalismus als möglichen Weg zum Sozialismus sieht. Das bedeutet doch, dass man den Sozialismusbegriff eigentlich aufgibt, also den marxistischen zumindest. Dass man letzten Endes, dann kann man letzten Endes auch keine revolutionäre Strategie gegen den deutschen Imperialismus mehr entwickeln. Und dazu will ich jetzt noch kurz was sagen, weil Richard mich danach gefragt hat, wie verhalten wir uns zu den zum deutschen Imperialismus und zu den ganzen Angriffen gegen China. Also ich sage es mal so, ne, natürlich ist das ist der deutsche Imperialismus hier der Feind, mit dem wir es zu tun haben als Kommunisten und den wir besiegen müssen, um in Deutschland den Sozialismus aufzubauen. Das ist natürlich nicht der chinesische Kapitalismus, sondern der deutsche. Insofern ist natürlich klar, dass das unser Hauptfeind ist. In dem Sinne hat das ja Liebknecht gemeint. In dem Sinne gibt es natürlich keine Äquidistanz. Das wäre ja auch absurd, wenn wir sagen, wir kämpfen gegen das Kapital aus Südafrika genauso wie das aus Deutschland oder so. Das macht ja keinen Sinn. Aber das ist sozusagen, also es liegt daran, dass wir hier in Deutschland sind. Ne? Das hat also sozusagen eher insofern strategische Gründe, dass wir hier unseren Gegner direkt vor der Tür haben und den hier bekämpfen müssen. Ich würde nämlich sagen, für die chinesische Arbeiterklasse ist das schon anders. Also die müssen ja in China den Sozialismus erkämpfen und da den Imperialismus besiegen. Und dann ist natürlich die chinesische Bourgeoisie da auch der erste Feind, den sie dafür stürzen müssen. Und auch der Staat, der chinesische Staat ist da, steht ihnen da als Feind gegenüber. Und man muss in diesem Kampf den gegenüber auch solidarisch sein als Kommunist, würde ich sagen. Das heißt natürlich jetzt trotzdem nicht, dass man, um dich da vielleicht noch ein kleines bisschen zu beruhigen, natürlich stehe ich oder wir als K.O. stehen natürlich nicht hinter den hinter irgendwelchen liberalen, pro-westlichen Dissidenten. Wir teilen auch nicht die Desinformationspropaganda des westlichen Imperialismus gegen China, diesen antichinesischen Rassismus mit gelber Gefahr und so weiter. Natürlich bekämpfen wir das alles, das ist ja völlig klar, weil es natürlich Teil der chauvinistischen Propaganda der Bourgeoisie in Deutschland ist. Aber deswegen unterstützen wir nicht die Bourgeoisie in China. Ne? Das eine folgt nicht aus dem anderen. So. Ich darf vielleicht nur auch eins sagen, ich unterstütze die Bourgeoisie in China auch nicht. Okay, alles klar. Wir merken, dass wir wahrscheinlich noch ein, zwei Stunden weiter diskutieren könnten. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich macht es Sinn, auch nochmal weitere Folgen zu dem Thema zu machen. Zum Beispiel der ganze Bereich der Außenpolitik, der kam jetzt auch nicht zur Sprache, das haben wir bewusst so gewählt. Gerne auch nochmal mit euch oder in anderer Konstellation.
Aber an dieser Stelle, Thanasis, Richard, bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Danke. Danke auch von mir. Danke euch, Genossen. Ja, vielen Dank auch. Also auch an alle, auch an Richard. Natürlich, Thanasis, selbstverständlich. An dich auch. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, 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 vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.